So, rein theoretisch könnt Ah. ihr euch jetzt da unten hinsetzen, ne? Dann ist die quasi die Aufteilung genauso. Ist die Aufteilung genauso? Ja. War mal im Kampf oder was? Wollt man gleich kämpfen oder wie? Nein, wenn ihr drei euch Einfach da mal hier unten auf die rumfummeln, Stühle Leute. setzt. Also ich sitze hier oben auf den dicken Stuhl und ihr drei könnt euch da unten hinsetzen. Auf die billigen Plätze. Waren wir jetzt nicht gerade erst reingedönt? Ach, hier unten, okay, komm. Bin ich einer deiner Verbündeten sein darf? Okay, komm. Komm, Pyderus, du musst dich auch noch hinsetzen. Dann sind wir das Quartett des Todes. Wir gleich mal ein Quartett des Todes. Jetzt bin ich der Chef. Setz dich hin, du Bastard. Setz dich hin, wo du hingehörst. Nach unten. Die untere Treppe. Geh da hin, wo du hingehörst. Warum hast du eigentlich nicht anjusen? Hast du mich beklaut oder was? Würde dich Nee, nie doch, ich beklauen. hab einen feuchten an. Aber bei mir habe ich Ausrüstung an. Also im Inventar. So. Nimm mal den Zauberspruch nochmal rein. Gut. Ich sehe da keine Ausrüstung. Doch, bei mir habe ich eine Ausrüstung an. Ja. Ja. Bei mir stehst du da im BH. Ja, hier äußere dich mal, warum? Was habt ihr getan? Ihr Perversen, wollt ihr eine weibliche Halborg halbnackig sehen oder was? Immer. Halborg halbnackig oder was? Was ist denn da los? Halb auch halb nackig, ja. Ne, aber warum sieht man meine Klamotten nicht? Weil Obwohl du ich ein sie doch halb auch halb besitze. nackig bist. Ich glaube, das lag daran, dass du letztes Mal frech warst oder so. Ja, kann ich bitte wieder optisch so aussehen, als hätte ich Klamotten an? Weil ich hab sie ja an, aber. Läuft denn die Aufnahme schon, Alex? Ja. War das ein Ja? Ja. Na denn, heidi ho, meine Lieben. Heute wieder S und G präsentiert Baldur's Gate. S du und G? S und G Achso. präsentieren wieder Baldur's Gate. Alles klar, Jusen. Schön, der hat mich verhört, du. Komm ich auch. Baldur's Gate. Baldur's Gate. Baldur's Gate. Baldur's Gate. Stimmbruch? Whatever, kannst du mir mal wieder auf dich die Klamotten geben? Weil du bist ja der Serverinhaber. Ja, ich hoffe mal, euch geht's gut da draußen, ne? Und so. Denn die Frage ist immer noch, warum? Warum bin ich jetzt so? Ach, Das auch überlegen. Jusen. Weil er dich verkackeiert, verkackeiert, verkackeiert. Drück mal I. Nein, Herr, wie mir das zu zeigen. Und Ich denn? setze mich so lange mal hin. I und Alter. denn? Siehst du ja über deine Ausrüstung links, also wo auch dein Bild ist, ne? Also in der Mitte Ja? quasi. Nein, da siehst du gar nichts. Da Absolut. hast du doch auch normale Klamotten an, ne? So ein Hemd, Nee. Schuhe und Hose. Da habe ich nichts an, nee. Ja, auf jeden Fall könntest du da was anhaben. Und da drüber ist so ein ganz kleines Symbol. Ah, okay. So funktioniert das. Okay. Sind wir mal nicht so frech heute. Dankeschön. Siehst du, deswegen habe ich dich ins Herz geschossen, kleiner Kampfzwerg. Du hast mich geschossen? Ins Herz geschlossen, Mann. Seid ihr alle sprachbehindert oder bin ich sprachbehindert? Seid ihr gehört? Ihr wisst, fickt euch. Du bist sprachbehindert. Ich merke schon. Er will ins Herz schießen, hast du doch gehört. Nein, ach Ich bin Mann. mal intelligent, Alex. Ich nehme einfach den Schlüssel, der hier an der Wand hängt, ne? Nö. Ich will alles aufmachen. Hörst du auf, hier alles aufzuschließen? Ist ja auch frech. Da schießt alles auf, Digga. Der ist frech, der ist frech, der ist frech, frech, frech. Sieht ihm wieder aus. Ich glaube, hier wohnt Jusen. Wieso? Bei Kein mir. Toaster Naja, da? guck's dir doch an. Sieht so aus Bisschen. wie bei ihm zu Hause, oder was? Ein bisschen?
Sind da auch so viele Ketten an der Wand? Also viele Flaschen und der Zettel ist ganz wichtig. Ach so, ja, das ist sein Bierfässchen. Ey, da liegt eine Tisch mit Maske. Zangen, was auch immer er mit diesem Tisch macht, wo 30 Zangen drauf liegen. Aber das wird er schon wissen. Da liegt eine Maske und Stroh. No. Hier dreht er seine Pornos eigentlich. Abendessenplanung, ja, die hängt bei ihm auch an der Wand. Müsst mal gucken bei YouPorn, Leute. Usinella. Dann könnt ihr Usen in Frauenklamotten sehen. So, Leute, wir wollten ja hier mit dem Typen hier quatschen, oder? Ja, warte doch mal, wir waren mit dem Kerker noch gar nicht fertig. Wir waren jetzt aber, oder? Speichert vielleicht nochmal? Bitte. Danke. Und jetzt einfach reinlaufen. Pylorus, quatsch mit dem. Der sieht aus wie ein Mensch. Lass Alex quatschen, er macht die Aufnahme. Ich quatsche. Damit man das eher sieht. Ein fliegendes Schwein, es will nicht mit mir quatschen. Und die Kette kaputt machen? Lass doch nicht mit dir. Hat undankbare Wand. Hab grad sie. Das ist wie Dumbo. Dumbo war doch kein fliegendes Schwein, Junge. Was hat ein Schwein einen Rüssel, Alter, so, der so lang ist? Ist ein Nase am Kopf. Ist ein Nasenbär. Jetzt. Was jetzt? Wir sollen ihn töten oder? Ne, ich glaube, wir sollen ihn freilassen irgendwie. Ja, der hat gesagt, wir müssen ihn freilassen. Wir gucken uns hier erstmal um. Achso, guck mal, da sind Ketten. Ja, das will mir. Ja. Ich glaube, der ist böse. Oh, ich habe hier einen Schlüssel gefunden. Naja, wenn er böse ist, dann töten wir ihn. So, ich hab ihn entfesselt. Quatsch mal mit ihm, los, let's go! Ja, David, so. Quatsch schon. Thanks for the time. Ist er behindert? Aber kann mir sagen, du hast deine Finger gerührt, Alter. Der kann sich mal bei mir bedanken, in seinem Rüssel. Das ist ja fucking zweideutig, Alter. Ein Sudomist, Alter, hier unter uns, Leute. Ey, letzte Aufnahme hatte ich die Tentakel, jetzt nehme ich mal einen Rüssel. Man muss alles ausprobieren. Stimmt, Alter, du hast mit dem Tentakel rumgemacht, stimmt. Das ist ja für alles offen. Nee, gell. Man muss wenigstens alles eben mal ausprobieren. Tentakel-Knutscher, Alter. My joints stiffened up quicker than a brothel browser's loins. Aber welcher Dude von dem Baldur's Gate Team den animieren musste, der muss ja ein schön komisch drauf gewesen sein. Ich glaube, die waren alle high. Zu dem Zeitpunkt. Was ist das auch für ein Hut, Alter? Soll das von einem Priester oder sowas sein? Oder ist das einfach bloß irgend so ein komischer... Ich glaube, der ist Schornsteinfeger. Gut, mit so Ohrlappen. Oder das soll Sherlock Holmes das darstellen. Das ist immer der falsche Hut. Na, mit der Pfeife. Soweit ich weiß, hat er was mit den religiösen Instituts zu tun. Er ist aber ein kleiner Alkoholiker auf jeden Fall. Sherlock Holmes. 2 Tagebucheinträge. Der heißt. Ne, der heißt Valeria. A century ago, it was destroyed by a group of heroic sorts. Let's hope history repeats itself, eh? Ah, der spricht voll nasal. Ja, wollte ich gerade auch sagen, aber es klar mit so einem Rüssel in der Fresse. Ja, ich glaube, wenn du einen Rüssel hast, dann sprichst du so. Also ich habe zwar auch einen Rüssel, aber ich spreche nicht so. Obwohl, heute früh habe ich auch so gesprochen, als die Nase dicht war. Ja. Hochinteressant, ich schreibe ein Buch drüber. Mal her, hier unten. Gucken, was passiert, wenn du das nächste Mal dich einloggst. Was ist denn dein Chats Problem mit mir? Komm, hier, rundenbasiert 1 gegen 1, wir müssen es aus der Welt schaffen. Der klatscht nicht so viel Gülle. Ah, da könntest du aber verlieren, wenn er sich in seinen Eulenbär verwandelt. Watschi. Oder in seine Täuschungsbestie oder was da war? Täuschungsbestie auf jeden Fall. Dann gibt's mich auf einmal 6-mal und dann kann ich die 6-mal angreifen. Ja, aber gut, wenn ich die Hauptperson davon töte, sind die 6 auch weg.
Ja, wenn ich ja noch meine bildenden Viechers vorne. Ja, ihr seid alle krass, hat auf euch die Eier zu lecken. Eieieiei. So, haben wir jetzt hier nicht gerade noch eine Quest bekommen? Finde einen Weg in den Tempel des Dings. Warum laufen wir denn jetzt weg? Na, da hinten war doch jetzt keine, oder? Ja, wir müssen irgendwie höher. Wir müssen die Quest suchen, oder nicht? Bringe. Naja, die ist aber weiter unten. Finde einen Weg in den Tempel des Baal. Bring Orins Nesserstein an dich. Die ist doch weiter unten. Ja, sind wir da. Er hat gesagt, das ist unter der Unterstadt. Sehr hilfreich, toll, danke. Wie gesagt, auf der Karte sieht man es ja da unten rechts. Aber ich glaube, wir müssen irgendwie tiefer da höher. Ja, naja, aber die hat ja einen Pfeil nach unten. Naja, ich dachte, da ist jetzt ist jetzt ein Weg nach unten. Wir können gerne nochmal hingehen und gucken. Ich gehe alleine hin, ihr geht schon mal dahin. Das ist eine Holztreppe. Jetzt gehen wir alle zurück, oder was? Ja klar, ich gehe zurück. Warum nicht? Mal erstmal die Tür zu. Sicher, sicher. Ja. Nicht, dass mir einer folgt, weißt du? Okay. Durch die Holztreppe kommen wir nur zurück. Ich habe mir jetzt nur vorstellen können, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, außer den zu befreien. Das kannst du mehr machen, bestimmt, ja. Lass mal gucken. Das sieht nicht so aus, ich kann hier mit nichts interagieren und hier ist auch kein. Hey Jusen, hier läuft deine Einschlafmusik. Meine Einschlafmusik? In dem Blut kann man auch nichts machen, ne? Ich musste mal bei dir die Mucke lauter drin im Gehen. Das hört aus, das ist keine Einschlafmusik. Nee, schön ruhig. Ja, hier und ist aber die auch eine schönen Männerstimme im Hintergrund. Ja, aber ich. Hier oben rechts können wir nicht hin. Können wir irgendwo raufspringen? Vielleicht hätten wir hinten hier opfern müssen. Dann läuft sein Blut so blade-mäßig in die Kammern und dann geht's ab. Ah, dann kommt der Obervampir da unten raus, oder was? Ja, oder deine Analfistel, vor der du dich so fürchtest. Hast du heute mit der Analfisteln? Hast du eine Entdeckung vom Bart gemacht, oder was? Ich hab schon wieder in deine Arztakten geguckt. Ist doch, wir sind beim gleichen Arzt, ich darf ja bei deinen immer reingucken. Na ja. Gut, mit dem Arzt gehe ich schon mal nicht. Ja, und du hast wortwörtlich ein Problem am Arsch. Dafür kann ich ja nicht. Oh ne, aber hier ist doch kein Schalter oder so eine Scheiße. Nee. Hier ist kein Schalter oder so, nur Scheiße. Ist jetzt auch nicht so, dass hier irgendwie ein Weg lang geht, wa? Ich hab jetzt keinen hier sehen. Nope. Ich dachte, man könnte vielleicht mit dem Ding hinten noch interagieren, aber. Ja, mit dem Blut kann man auch nicht interagieren. So eine Scheiße. Waren da hinten mit der zerbrochenen Wand, wenn man auf die Karte oder auf oben links guckt? Hier ist Wasser. Weißt du, was ich meine? Oder ihr? Da, ich weiß nicht, wenn er M große Karte aufmacht, oben links. So aus, als wenn da eine Mauer kaputt wäre und da geht jetzt schwarz noch weiter. Ich glaube, es ist so ein Schiss, wie du da siehst. Ja, naja, wenn da diese Bubble-Umgebung ist, geht es da selten weiter, sag ich mal. Also muss es in der Bubble sein, sagst du, oder was? Weil sonst würde der keinen Sinn machen, ne? Oh, also müssen wir in der Bubble suchen. Ja, wir können auch wirklich sagen, bring Orins Messer an dich. Hat irgendjemand denn von uns noch irgendeinen Spruch oder irgendwas? Oh, ich hätte mal den Typen gerade killen müssen, weil der hatte diesen Nesserstein vielleicht bei sich. Nee. Ich habe gerade in der Quest gelesen, also wir haben das Vieh jetzt gerettet und jetzt müssen wir wieder zu diesem Tempel da. Okay. Tempel des Baal. Unterstadt. Ah, ja, sehe es gerade, Unterstadt, ja, da geht's. Du musst auch hinporten, oder? Genau. Nee, von hier aus aber nicht. Von hier aus können wir uns da nicht importen. Ne? Okay, okay. Nee, ich hatte ja gelesen, dass der meinte, hier zur Unterstadt müsst ihr. Genau. Also, es ist unter der Unterstadt. Unter der Unterstadt unten drunter, David? Ja, da drunter. Ah, das ist ja. Da haben drunter, sich die Entwickler unter. Ja wieder was ausgedacht, doch. Stadtception. Stadtception, genau. So wird der nächste Inception-Teil heißen, wenn er rauskommt. Und der nächste Alan Wake-Teil wird dann auch so heißen. Cityception. Alan Wake 3 Stadtception. Meinst du mit Tom Cruise in der Hauptrolle, wo er schon 70 ist, dann ja?
Ja klar, also Film gleich noch dazu mit Tom Cruise, ja klar, sehr geil. Oder ein bisschen zu aufgeregt, das könnte ich mir einen besseren Schauspieler vorstellen. Okay, wo porten wir uns hin? Zu Hibbelitsch. Da beim Basilistentor, oder da müssen wir jetzt hin? Ich glaube Schwarzbild. Ja. Das ist zum Glück nicht mein Problem. Oh, hier ist ein Schacht, ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Warte, David. Ich bin im Kampf. Ich bin tot. Bin auch da. Bin tot. Willst du mich verarschen? Alex? Alex? Ich komme, ich komme! Kannst du uns helfen? Alex, kannst du uns aufhelfen? Ich glaube, wir haben auch noch Schwarzbild. Hör auf damit. Wohl neu reinladen oder was? Oh, ich würde sagen, neu reinladen, ja. Ich kann mich hier mit dem auch nicht unterhalten. Voll komisch. Wir müssen da ins Loch. Da ist noch so ein Gullideckel. David, speicherst du mal letztes Mal neu rein, bitte? Hat sich alle doof gehangen? Aber da kamen wir doch letztens raus, David. Also, ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Wir speichern dauert ziemlich lange. Nochmal Neuland! Yippie! Das ist toll, wenn man in der Hauptstadt ist. Alex, such mal Alter 4. Wieso? Na, damit du rausgehst aus dem Spiel, wir speichern können und neu laden können. War das nicht Strong F4? Nee, Alter 4. Nee, klappt auch nicht. Mach's einfach zu. Kannst du sonst nur Affengriff machen? Ja. Müssen wir vielleicht doch für die Company arbeiten. David, chill doch mal, Alter. Wie, Jusen darf frech sein und ich nicht? Nö. Du bist der Erwachsene, also wirklich, Alter. Das hatte ich gleich. Die Betonung liegt auf dir. Schau dir das raus. Wir können speichern. Oder neu laden gleich, ja. Mensch, David. Ja, mal gucken, wo ich rauskomme. Ich geh mal kurz pinkeln, aber ich glaube, da unten in dem Schacht waren wir schon. Mensch, denn jeder auch, Junge. Mann, ja, ich... Also soll ich jetzt nochmal neu laden oder kommst du direkt rein? Ich versuche jetzt nochmal rein zu joinen. Kann ja hinterher joinen. Mir fallen jetzt keine Sätze mehr ein mit Join, aber sonst würde ich den Satz weiter sagen mit Join. Solltest mal enjoin? Enjoin, ne? Nicht schlecht. Oder Join me? Kannst auch dabei Join Ventura hören. Hat nicht Luke Mockridge was früher mit Joyce immer gemacht? Sollte man vielleicht auch mal wieder reinjoinen. Heißt nicht ein Streaming-Kanal join? Ja, deswegen ist es so lustig, dieses Wort so häufig zu benutzen. Jetzt bin ich auch an der Kellertür. Schön. Bin jetzt in der Stadt. Kommen Sie mal zum Basilistentor und dann ums Eck nach rechts, bitte. Ekelhaft. Zaubern sie sich da jetzt schon wieder Gehilfen? Ey, das war ja wieder klar. Der Dildo Swaggins, ja? Dildo Swaggins? Wollen sie sich schon wieder anal und hart mit einem Zauberstab vorbereiten? Hab in den Schacht. Ein Feuertyp. Kannst du auch mal vielleicht einen anderen wieder rufen, weil dein komischer Holztypi, der ist nicht so... Na, da ist er wieder. Mächtig. So. Ab zum Tempel des Baal, würde ich sagen. Also, bist schon da, Alex? Ja, ich bin schon unten. Bin schon im Keller. Okay. David hier rumzaubert, nimmt, dann kann man gar nicht seine Umgebung wahrnehmen. Bis ihr da seid, ich bin mal kurz im Lager. Ja. Okay, also wo sind wir hin? Na, aber in den Keller und dann runter zum Ball. Zu wem Ball? Kann einer mal Jusen auf den neuesten Stand bringen? Nee, Jusen, spiel mal mit dem Ball.
Kannst ja ein bisschen Fußball spielen oder so. Kannst du auch einen Snack von Balsen gönnen. Mhm. Oder eine Runde auf deiner Balalaika spielen. Solltest du aber nicht auf dem Ball deiner Kinder später mal tun, wenn du welche hast. Ich glaube, dann siehst du da ganz schön verballert aus. Ich glaube, Husen tanzt nur auf seinem Ball. So, seid ihr da? Seid ihr nicht da? Hier gibt's ein Portal, ne? Ihr braucht nicht laufen. Ja, cool. Bei mir wird hinter der Tür gesprochen. Also noch nicht reingehen, bitte. Was für eine Tür? Da, wo Josef gerade vorsteht. Wo wir sind? Wo bist du, Shaolin? Na, dann beim Tempel des Baal. Wir sind woanders. Und wir sind doch in die Kanalisation gegangen. Ja. Wir haben uns auch teleportiert, aber müssen wir nicht zur Unterstadt? Ja, naja, ist doch hier oben. Tempel des Baal ist doch direkt ein Wegpunkt. So, nee, ich dachte, bei Unterstadt ist bei mir auch noch ein Questmarker. Also bei Unterstadt Ruin. Also wieder weg, okay. Wie hast du dich denn jetzt hier rausgeportet, David? Na, mit M, Dicker. Steht doch unten Tempel von Baal. Du musst oben sind wir. Oder ganz rechts in der Liste halt gucken, Tempel. Das ah, da oben. Jetzt seh ich's. Musst du erstmal eine Ewigkeit hochscrollen und rauszoomen. So, hier sind die Crews da, wenn du willst, können wir uns jetzt nochmal begegnen. Weil du hast so viel Fetzen, hätte ich Bock drauf jetzt. Rundenbasiert. Rundenbasiert. Jusen ist einmal dran. Ist mir egal, aber ihr seid immer so schnell, wenn ihr hin und her rennt, Alter, kann ich euch nicht kicken. Speichern vielleicht nochmal kurz? Und dann letzte Go rein, oder was? Ja, ich bin schon in einer Cutscene. Das Amulett gegen die Tür drücken. Achso, stimmt, hier kamen wir letztes Mal nicht weiter. Ey, drück mal das Amulett gegen die Tür. Ja, Mann, drück mal das Amulett gegen die Tür. Bam, bam, bam. Du musst mal den Helm. Ah, nee, du hast einen neuen Helm. Ja, neuen Helm. Mit Hörnern. Damit kann er dich auf die Hörner nehmen. Das Gesicht des Bösen. War klar, dass du wieder inspiriert bist dafür. Hier sind eigentlich. Ja, aber Menschen, mit denen man reden kann, alles cool, eigentlich. Mal gucken, was die so sagen. Wie lange die cool sind, Nachtklinger. Waren das nicht eigentlich die, die gegen die wir gekämpft haben? Ja, die wissen nichts davon vielleicht. Nee. Die komplette Crew von denen weiß nicht, dass wir gegen die gekämpft haben, ist klar. Na, hier waren wir halt noch nie. Vielleicht kamen die Informationen noch nicht so weit. Die hier überall sind. Mhm. Ich weiß hier gar nichts mehr, ich kämpfe nur. Ah. Sonst wäre ich wieder geboxt von Schaudinchen. Wäre schön, wenn du das wenigstens ordentlich machst. Das nichts tun? Ja. Aber ich glaube, da unten geht's weiter auf jeden Fall. Das ist schön, dann lauf hin. Soll ich schon in die Katzen gehen, sagt der? Ich geh mal außen rum hier und guck mir das erstmal an. Oh, rette Orins Opfer. Elo-Opfer. Sagt der. Also erstmal außenrum alles aufdecken, Leute, bevor ihr da unten in die Mitte reingeht, ja? Also ich bin kurz davor, in die Mitte reinzurennen, auf jeden Fall. Oh, ja. Kann ich dafür, das ist mein Halborg, der sagt so, ich will da ins Geschehen. Ich bin Halborg. Ja, sorry, ich versuche nur meinen Charakter zu spielen und ich will da ins Geschehen rein. Und ich überlege eh, dass ich hier oben bleibe. Ich werde eh, glaube ich, nicht runtergehen. Geh mal ins Gespräch, gucken, was passiert. Nein. Warte doch mal ganz kurz. Jetzt noch nicht, nein, aber ich meinte nur, ich würde gerne ins Gespräch gehen. Oder auch nein. Okay, Stille ist die beste Antwort. Also ja. Okay, ich habe hier sowas wie ein Schlafzimmer gefunden, Leute. Du da durch das Loch in der Wand gegangen? Ja, ich bin jetzt schon Loch. Leiche, die kann man looten, aber ich weiß nicht, da stehen zwei Typen davor. Ich loote ja alle Leichen und alle Skelette, die hier rumhängen und rumliegen. Okay, warte, ich mach mal Quicksilver und dann. Ich bin jetzt hier durch das Loch gegangen, ja.
Ja, bleiben wir hier oben oder was? Der, Heiler? Können wir machen. Da unten kommst du dann auch rein zu dem Schlafzimmer unter dem Riesenschädel, weißt du? Dann soll Jusen mit denen quatschen oder willst du das machen, Alex? Nö, lass mal Jusen. Also quatsch hier unten voll, was der Ork wieder Dummes macht. Ja, ich könnte die von hier oben gut abschießen. Okay, Cutscene. Unser Lieblings... Ach, guck mal. Dämone ist da. Lasil. Machen wir sie jetzt endlich platt. Die hat doch einen der Steine, oder? Die wir noch brauchen, um weiterzukommen. Ja, darum geht's ja. Eigentlich hat er gehofft, dass sie deine nächste Frau wird, Alex. Ich hatte eigentlich gehofft, dass da was läuft. Aber... Aber du hast dich ja, genau wie wir alle, in den Day of the Tentacle-Typen verliebt. Mit Liebe hatte das nichts zu tun. Das war einfach bloß der Drang, was Neues auszuprobieren. Nee, klar. Das war ein rein physikalischer Akt. Tentaklischer Akt. Ach, guck mal, da sendet er durch den. Der, eigentlich, gerne, der eigentlich mir gehört, ja. Na, eigentlich nur einschüchtern wäre am besten, wa? Ja, täuschen kannst du ja nicht, wa? Doch, nicht kann gut, er, zumindest. Aber einschüchtern ist um einen Punkt besser, ne? Nee, um zwei besser. Warte. 25, okay. Scheiße, er muss ja 20 würfeln. Kannst du aus dem Gespräch noch rausgehen? Oder aus dem Dialog? Nee, wenn ich jetzt würfel, Digga, kann ich nicht mehr raus. Oh. 25, nee. 28. Okay. Ist doch egal, wir müssen auch so oder so gegen die kämpfen. Wir können wieder nicht sehen, was Jusen tut. Nee. Also wir hätten noch 3 Inspirationen. Dürfte ich nochmal versuchen oder. Ich hab gedacht, du hast 28, hast du gerade gesagt, und 25 Nein. brauchen wir nur. Nein, das war nicht. Ich hab's gehofft, sagst du. Na dann mach. Nochmal. Ich darf noch einmal, ja? Okay, dann mach ich noch einmal. Und jetzt bitte, bitte, bitte und let's go! Nee. Na gut, dann lass mal den Rest jetzt übrig. Dann machen wir weiter. Ist auch intelligent von uns, den Dümmsten nach vorne zu schicken. Mach weiter. Wir machen das aber immer wieder. Hi, ich bin der Dümmste. Ich stehe immer vorne. Ich weiß auch nicht, warum. Du bist der Tank, du musst vorne stehen. Ihr haut ja hoffentlich als erstes auf die Fresse. Sicherlich, guck dir meinen Helm an. Keine Chance. Noch mehr? Ja. Aber das, wir verarschen die Gegner halt im Vornherein schon, wenn Jusen mit denen redet. Wir haben keinen Respekt. Ihr seid so lächerlich. Ja. Genau. Okay. Ja, ist egal, okay. Passiert. Okay. Alles klar. Wir wollen ja das hundertfache nach. Ja, da ist so viel Blut rausgespritzt, die ganze Waffen sind voller Blut. Guck mal, da ist nichts mehr sauber. Ist das diese. Ist das Blut wieder? Ist das die aus unserem Lager eigentlich? Die, ja. Ja. Ich denke auch, die sieht zumindest verdammt danach aus. Das ist sie. Aber vielleicht ist es gerade auch nur sehr oberflächlich, wie wir denken. Ich würde sagen, ja, alle sind so. Mehr so. Von daher. Ich würde sagen, nach dem Kampf habe ich 2 neue Dolche. Genau das werde ich auch machen. Wieso macht ihr eigentlich das, was ich machen will? Das ist mir unheimlich. Wir sind seelenverwandt. Lass uns rummachen. Wieso fragst du, ob sie in unser Lager kommt? Brüll! Hast du, Alex, ja, hast du eigentlich auf Einstellungen die Schriftart für den Untertitel groß eingestellt? Eigentlich schon. Okay. Ich kann nochmal gucken. Ob gut lesen kann. Dann mal auf. Was war das? Ui. Wer ist er denn? Grafik. Siehst du die jetzt immer noch, Alex? Warte mal. Kannst nicht sehen. Ich bin gerade bei Schrift. Wo ist denn das Interface, wa? Ja, aber das sieht noch völlig im Rahmen aus, Leute. Wir hatten schon schlimmere. Spieldetail? Man müsste Interface eigentlich sein. Oder Barrierefreiheit. Die hinteren haben Unfreiheitsam. Barrierefreiheit, Alex. Okay. Dialog-Textgröße. Problem, die haben Heiligtum drauf, Leute. Meine ist nämlich auch nicht mehr so groß. Das hat sich bei mir nämlich auch 48 Pixel. Mensch. Naja, hochdrehen auf 64. Ja, mach ich. Okay. Die sind beide da vorne. Nämlich hab ich. Wollte doch sagen, dass das bei uns kleiner aussah. Ja. Wie früher. So. Wie sieht die jetzt aus?
Ach, na, guck mal. Jetzt hat's einen Tentakel, so einen Riesen da hinten. Okay, jetzt ist bloß die Frage, muss man die Dudes außenrum erst platt machen, damit man sie platt machen kann? Müssen wir mal gucken, aber die hat 7 unaufhaltsam. Eieiei. Schlechter Gestalt. Die betroffene Kreatur hat sich ihren niederen Impulsen gegeben, sodass sie ihre schlechter Gestalt angenommen hat, okay. Dunkelsicht, entrinn, flinke Finger, idealer Wächter. Du kannst nicht überrascht werden. Magische Resistenz. Okay, nö, also ist jetzt. Flächenangriffe. Also ist jetzt nicht so, dass die sich, glaube ich, heilt. Okay, aber ich würde sonst mit Flächenangriffen, aber ich bin auch noch gar nicht dran. Hahaha, ich bin ganz hinten. Erstmal Schaulinchen, dann kommt David. Ich hab meinen Trank nicht getrunken, mein Elixier. Weiter, wir können aber zusammen angreifen. Oh, kritischer Treffer, mach mal. Okay. Hab nur noch 3, Alex. Achso, okay, alles klar. Hätte ich noch 20 oder mehr, wäre der kein Thema, oder 10 oder so. Alles gut. Der sieht mich von da unten, ne? Aber da oben habt ihr ja eigentlich eine ganz relativ gute Position. Ich habe eine super Position da. Ich treffe, glaube ich, alle, die hier vorne auf dem Schlachtfeld sind. Ja, und ich kann dann ebenfalls auch runterfliegen. Und ich kann dann halt überlegen, ob ich irgendwas mit einem großen Flächenangriff mache oder meine Eiswand mal ausprobiere oder die Tentakeln da mal auf dem Boden. Was der Kopf macht, der hat ein Leben. Warum bin ich denn gegen nichts von denen im Vorteil? Der Kopf. Kannst du gegen den Kopf mal schießen? Ja, gegen den Kopf. Der große. Ja, gegen den Kopf kann ich schießen, ja. Ja, wäre immer interessant, ob das. Vielleicht stürzt der runter, wenn er drauf schießt. Wow. Null. Kritischer Treffer 0, okay, heftig. Hat er so eine Aura davor getroffen, so wie es aussieht. Na, seine Geschicklichkeit ist irgendwie ziemlich. Nee. Ansonsten dieser Urin, da müssen wir gucken, der hat halt unaufhaltsam. Ich weiß nicht, da könnte man vielleicht irgendwie Feuer oder sowas drunter packen. Aber das heißt, der blockt jetzt erstmal 7 Angriffe von uns mit unaufhaltsam, oder? Ja. Okay, also macht man eher so ein Tentakelflächen-Dingens, werde ich dann machen. Ja. Wie so weiter? Alter, nee, der springt viel zu weit weg. Alter. Okay. Warum geht der zu David? Alter, jo. Läuft. Jo, David. Da sind nicht mehr viele übrig, wa? Warum laufe ich? Hä? Achso, ich bin. Du bist furchtsam. Scheiße, Alter. Bin ich fast tot und kann nichts mehr machen jetzt, oder was? Oh. Was ist das für eine Kacke? Wollen wir nochmal neu laden und uns nochmal besser hinstellen? Ja. Würde ich sagen, weil das hier, das macht hier, glaube ich, wenig Sinn. Wir sind jetzt schon in einer scheiß Ausgangslage. Ja. Dass sich David vielleicht auch nochmal besser positioniert da. Ja, irgendjemand von uns wird da angreifen, aber. Dann muss Yuzen halt mehr mittig nach unten schon laufen, soweit wie er kann. Ich war doch schon richtig gut positioniert, oder nicht? Ja, ich stand mit denen aber alle zu nah. Das war, glaube ich, zu einladend dafür, dass er einfach auf mich drauf springt. Ja, ich wusste ja auch nicht, dass er 3 Kilometer springen kann, der Dude. Ja, der ist. Aber meine Idee ist, Peile bleibt da, wo er gerade war. Shaolin kommt zu mir mit nach unten. Und David stellt sich so ein bisschen zwischen uns allen, sag ich mal. Warum? Da sind doch noch mehrere Stufen gewesen. Da hast du rechts auch noch mal Stufen gewesen. Da kann sich doch auch einer hinstellen. Hier oben. Oder hier. Dann Yuzen von da oben ich genau sogar, kommt und hier runter geht. Ich würde sagen, dass wir rüber zu Pilar gehen, oder? Ja, ich würde auch sagen, weil hier ist besser. Dass wir den einzelnen Weg nehmen. So. Ja. Yuzen, komm mal von der anderen. Also gehen wir nochmal nach oben und lauf mal damit rum. Und dann werde ich mit der da quatschen. Okay, wo soll ich mich hinstellen? Hier neben mich dann. Am besten. Ich kann mich ja hier oben hinstellen. Genau, Yuzen kommt mit hier runter zu mir. Ich geh hier erstmal zur Seite. Dann bin ich ein bisschen dichter dran. Genau. Dann bist du schon mal in der Nähe, Yuzen. Ich quatsch mit der. Okay. Warte mal, ich schick mal meinen Feuerdude noch zu euch runter, oder? Obwohl, ich kann mich mit dem ja porten. Stimmt, David kann seine Dudes ja auch schon mal hier so ein bisschen in die Nähe schicken. Die lösen ja keine Cutscene aus. Stimmt, du kannst sie richtig weit rein. Stimmt, vielleicht Dryade oder Holzweit schon mal hier drüben so ein bisschen hin. Ja, stimmt, die quatschen ja mit denen nicht. Nee, die quatschen richtig, mit denen stimmt, nicht. Stimmt, stimmt, ja, das ist geil, stimmt. Dann hier unten vielleicht schon mal einen hinstellen. Wer meint nach da, ja, Alex? Genau, so ein bisschen aufgeteilt, ja.
die Dryade vielleicht auch schon so ein bisschen in die Nähe. Die Dryade macht ja noch von auf Entfernung. Dann stellst du doch erstmal da hin, David. Damit wir ein bisschen aufgeteilt sind. Ja, genau, dass sie nicht gleich wieder auf euch drauf springt, ja. Stellt sie da oben hin, ja. Und David, du musst gucken, ich weiß nicht, kannst du von da, wo du jetzt stehst, von hier so irgendwie was wirken dann? Kommst du da an die ran? Ich bin schon hier eh nach unten ein bisschen dichter rangegangen, damit ich die guten Entfernungen habe. Also so komme ich mit meinen Standard-Sachen nicht bis ganz hinten, also es hört ungefähr da so auf. Weiter komme ich nicht. Das reicht ja locker. Nee, ich müsste da. Ich gehe dahin, wo die Dryade ist. Oder so, ja. Kannst du auch von da aus dann später reinhüpfen oder so. Genau. Ja, ich kann ja auch mit der Dryade einfach stehen, ist ja scheißegal. Ja. Geht dann nur um, warte, ich guck mal. Dawn. Ja, Dawn kann ich gut weit nach unten setzen. Nice. Okay. Dann renne ich jetzt mal. Achso, ja. Gut. Gute Idee, David, gute Idee. Dann renne ich rein, ja? Jo. Okay, Cutscene läuft. Jo, automatisch bei uns auch. Ah, jetzt ist es auch viel größer, ja. Ja, du bist privat. Gucken wir bei Alex, nee, ich bin drin. So. Ist nicht privat. Du bist auf der Dryade, Digga. Achso, okay. Wir kennen das ja, ne? Kann ich ja überschauen. Ja. So, Alter. Ja, täuschen habe ich plus 12. Überzeugen habe ich plus 12. Oh ja. Gott, überzeugen wäre halt wirklich, dass wir sie auf ihre Seite, sie auf unsere Seite holen, oder wie? Oder nee. Dass wir sie abhalten, sie zu töten. Ja, genau. Wir kämpfen gegen die, aber die tötet die nicht. Ich wäre für überzeugen, Alter. Okay, dann machen wir überzeugen. Dann überzeuge ich die halt. Das sehen wir bloß wieder nicht. Aber nicht geschafft, haben wir gehört. Ja, 21. Ich hab leider nur eine 10, aber ich probiert nochmal wie Usen einmal. Genau. Ja, wenn ich auch meinetwegen noch ein zweites Mal. Ich hab ja eine plus 11. Ja, ja, geschafft. Kritischer Erfolg. Perfekt. It is your blood I am destined to spill. Your death spit will stain these walls, little lamb. Sprich weiter, das gefällt mir. Also ich nenne das Vorspiel und du? I like Georgie Turn. I like to move it, move it. Sei like mein Doggy Doggy. Ah, mit den Zehen kannst du ein bisschen knabbern. Ich hab jetzt ein paar mehr Zähne. Du stehst auf so eine Scheiße, oder? Und die dicken Hauer, Alter. So, der Luftelementar ist als erster dran. Genau, wie vorhin eigentlich. Fast dieselbe Reihenfolge. Eigentlich dieselbe Reihenfolge. Nö, ich bin weiter vorne. Stimmt. Ja. Ach, siehst du, ich hätte den Elixier noch nehmen können. Aber naja, hebe ich mir für das nächste Mal auf. Na, oh, er macht es um sich herum. Oh. Luftelement, Pustekuchen, gedellt. Aber du kannst die in die Löcher stoßen mit dem Luftelement, ne? Dann fallen die hier am Rand. Ja, aber das ist ja du doch weg, was die bei haben. Das darf man nicht vergessen, Peiler. Wenn man sowas macht, ist halt der Loot weg. Hat er gedacht. Was wartet? Mein Rabe. Achso. Verzaubert! Hinter dir ist auch einer, Peiler, pass auf. Okay, jetzt kommt die Olle, glaube ich. Ja. Sogar zwei hinter mir. Ah, auf Fusen. Ja, aber die werden hier oben in der Liste nicht angezeigt. Vielleicht werden die erst aktiviert, wenn der Schädel irgendwas macht. Okay. Wir sind am Zug. Oh, das war meinem Typi. Soll ich mit dem Feuerelement erstmal kleinere Gegner angreifen? Ich würde sagen, mit dem Feuerelement machst du erstmal das unaufhaltsam weg, weil das macht nicht so viel Schaden wie wir. Und wir machen die drumrum weg, so. Heiligtum meinst du, nicht unaufhaltsam? Ja, dann musst du erst deinen Zug machen. Nee, Alex. Unaufhaltsam. Heiligtum kannst du gar nicht erst angreifen. So.
Die haben alle Heiligtum hier, ja. Ja, die Schnitter. Ja, die, also die Ritualdinger, die können wir gar nicht angreifen, ja. Ja. Außer Flächenzauber. Naja, die hier kannst du noch angreifen, Alex. Aber wenn wir die Fette erstmal mit Unaufhaltsam runterkriegen, dann können wir sie direkt angreifen. Oder du greifst welche hier oben an, die neben mir stehen, aber bis jetzt machen sie nichts. Nee, ich glaube, wenn wir die fette Kakerlake wegkillern, dann ist okay. Ich glaube, das ist besser, oder? Ja, wir können die Kakerlake erstmal dingsen. Weil der bufft irgendwie auch die Viecher aus oben. Ja, krass. Deswegen mach einfach bei der Kakerlake Orin, das ist Unaufhaltsam weniger. Ja, aber bei Pfeiler stehen auch vier Leute, ne? Da hat er nicht ganz die sind aber nicht in der Liste drin, deswegen denke ich mal, dass die vielleicht erst angreifen, wenn der Schädel dran ist. Das kann sein. Ja. Kann mich ja dann immer noch verkrümeln, wenn ich gezaubert habe gleich. Okay. Ach komm, Fehlschlag. Okay. Ich weiß gar nicht, vielleicht wenn wir den vergiften oder so, dann... Das ist halt aber auch nicht weniger, nein. Naja, vielleicht ich nicht. Das, kriegt das dann automatisch runter, das meine ich. Oder der, wenn er Feuerschaden oder sowas bekommt. Ja, stimmt, falls wir jetzt wirklich mal eine Runde komplett alles verkacken, ja. Da hast du recht, da gibt es wenigstens einen Minuspunkt, sag ich mal. Das stimmt schon, könnte sein. Aber dann lieber versuchen, Schaden zu machen, oder? Ja, würde ich sagen. Der Gift macht ja auch Schaden, oder? Stimmt schon. Schwierige Entscheidung. Es ist weder falsch noch richtig. Ja, shit, ich hab den in der Ecke nicht getroffen. Na, oh, einmal unaufhaltsam ist weg. Sehr gut. Und Flächenschaden ist geht gegen Heiligtum auf jeden Fall. Ah, okay. Das ist schon mal gut. Also Peiler kann die alle angreifen, ja, die da zaubern. Ist blockiert. Wenn David sein Holzschrat da noch wegnimmt, dann kann Peiler hier einen dicken Zauber drauf machen auf die drei. Warte, soll ich den? Ich hau den nochmal, oder? Ja. Ah, scheiße. Ja, ich kann nicht weglaufen. Achso. Kannst du wenigstens so ein Stück hier nach unten laufen? Dass Peiler den Zauber so setzen kann, dass das vielleicht bei dem hier aufhört? So kann ich das. Ist auch eine große Frage, was ich bei dem für einen Zauber einsetze. Ob ich lieber eher einen Feuerball mache, einen Schneesturm, einen Eissturm. Naja, ich würde sagen, so was 50 Schaden macht vielleicht. Also vielleicht nicht Eis, weil Feuer würde länger ticken. Weißt du, wenn er brennt, dann... Genau. Also so, dass du vielleicht die beiden tötest. Aber bei Eis könnten sie ausrutschen und dingt bleiben. Könnte auch eine stinkende Wolke machen. Ja, irgendwo sowas, ja. Vielleicht kriegt er dann Schaden in der Wolke. Würde ihn auch dann in den Aktionen auch noch hindern. Oder mach sowas, ja. Eine stinkende Wolke, weiß ich aber nicht, wie viel Schaden die macht, wenn die überhaupt Schaden macht. Wir können es ja ausprobieren. Okay. Nö, komm aber. Oh. Gerade so ran. Mhm. Ja. Wohl nicht ganz so cool, die stinkende Wolke. Nee, das stimmt. Einer hat jetzt Zerbrechen auf sich drauf. Kann keine Aktion ausführen. Ja, wenn es wirkt, ist natürlich cool. Ja. Jetzt hätte ich doch die Tentacles machen sollen. Naja. Okay, David ist noch dran. Ich bleib hier einfach immer noch stehen. Da ist jetzt Säure. Bin mal gespannt, was gleich passiert. Okay. Ah, okay, mies, Alter. Das Ding heilt sie, oder was? Ja, es gibt sie wieder ohne Fallzahn mehr. Und wie macht man den kaputt? Das ist der Schädel halt, wa?
den wir bumsen müssen. Aber den... Ich würde sagen, die Zauberer konzentrieren sich auf den Schädel und die Nahkämpfer auf die Gegner. Ich glaube, den Schädel kannst du aber nicht töten. Er hat weder Leben noch sonst irgendwas. Naja, aber wenn der jedes Mal nach jeder Runde sie wieder mit unaufhaltsam voll macht, wie willst du das denn machen? Ja, aber ich glaube, der gibt nur einen und nicht sieben. Mhm. Aber dennoch scheiße. Ja. Dann gucken wir mal. Ja, die erste Runde war ja jetzt auch ein bisschen kacke von uns, muss man ja dazu sagen. Ja, guck. Jetzt hat sie nur noch sechs. Kann man die Stinkewolke eigentlich mit einem Feuerball so wie methanmäßig hochjagen? Kann sein. Alter. Würde mich danach auf jeden Fall mal eine Feuerattacke reizen. Oder soll ich erst den Totenkopf angreifen? Schon wieder liegt, Mann. Ich bin nur am Liegen, Alter. Ich kann hier nichts machen. Ich bin betäubt. Mann, das nervt mich, Alter. Das ist schon der zweite Zug, wo ich nichts machen kann. Ja, die Gegner sind frech, auf jeden Fall. Mhm. Oh, die sind schon nicht schlechter. Nice. Jetzt sind nur noch fünf. Das war nicht meine Absicht. So, jetzt ist die Frage, Maske oder? Was Maske? Na, ich weiß ja nicht, hat jetzt den Skelettkopf halt. Wie gesagt, ich habe da drauf geschossen, hab kritischen Schaden gemacht. Ich denke nicht, dass wir den kaputt kriegen. Okay. Aber vielleicht ist es, weil du Nahkampf gemacht hast, vielleicht ist Zauberei da wirksamer als Nahkampf. Lusen, der hat aber nicht mal eine Lebensanzeige. Ja doch, bei mir hat er einen Lebenspunkt. Segen des Bals, wenn ich darauf klicke, sehe ich den Schädel. Der ist ja nur ein Lebenspunkt. Wir müssen ihn irgendwie wegkriegen. Na fuck, ich habe Alex noch erwischt, oder? Jo. Nee, ich wollte nur ein Stück hoch. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob mich das jetzt tangiert, weil ich habe den Tentakel, weiß ich gar nicht. Ich habe gedacht, das passt, aber ich glaube, ich habe dich noch erwischt, ich bin mir unsicher. Hast du, auf jeden Fall, ich stehe drinne, aber... Mal gucken. Wir können ja gucken, wie viel das gibt da, dieser Schädel. Ich glaube, das gibt ihr nur ein unaufhaltsam wieder. Ja, das ist alles viel zu weit weg, so eine Scheiße. Obwohl, ich kann ja, die Plage kann ich ja... Nice. Ui, hast du jetzt Mücken mit Malaria hergeholt oder was? Ja, das sieht doch schon mal gut aus da. Der ist ja so gleich tot. Bam. Ja, so. Ist er. Brauchen nicht mal was machen. Ich weiß nicht, warum ich weggerannt bin. Weil du furchtsam wirst. Achso, okay. So, wie viel hat sie? Doch, jetzt? Ist wieder 7, Alex. Ja, es steckt wieder hoch halt. Alter. Ah, oder er ja, wir waren ja schon auf 5 oder 4 runter. 4, 6. Er kriegt eventuell so viele Dinger wieder gut geschrieben, wie diese Viecher hier stehen. Ja, wir müssen die Dudes außenrum töten. Ah, genau, guter Gefall. Okay. Alles klar. Diese Schnitter, die müssen weg. Ja, genau. Dann machen wir das mal. Wir können nochmal neu laden und das mit dem Wissen jetzt nochmal von vorne beginnen. Wir schaffen das auch so, oder? Okay, ich wollte es nur als Möglichkeit anbieten. Sollten wir eigentlich hinkriegen, ja. Mehrfach an. Soll ich mich einfach neben dir und mach die Tür? Okay.
Dafür bin ich da, Leute. Dafür bin ich da. Jusen kriegt Jan schon auf den Sack. Ja, aber dafür bin ich doch da, Freunde. Aber du solltest sie mal eher wieder runterlocken, oder? Aber ist auch egal. Ja, kannst du zu uns fliegen oder? Ah, nee, er steht dann nicht dran. Ich bin erstmal gar nicht dran. Ja, ja, aber er steht dann nicht dran. Ja, und schubsen, glaube ich, geht nicht. Oh, nice, da ist er. Immer in die Mitte rein. Ja, da bist du sicher, wa? Ja, in der genau. Kleinen Ecke. Ja. Alter, aber wenn sie dich runterstoßen, ach du Scheiße, Alter. Ja, dann bin ich am Arsch, aber ich riskiere es jetzt. Was soll ich machen? Okay. Na, nächste Runde kann ich vielleicht da wegfliegen. Mal schauen. Wenn es eine nächste Runde für dich gibt. Okay, jetzt bin ich dran. Na denn? Ich warte erstmal. Es sind noch viele andere mit dran. Ja. Es immer wieder wirken kann, ist sehr stark. Hm. Wie viele sind es denn jetzt noch? 2, 4, 6. Ja, wenn wir da jetzt 2 oder 3 schon tot kriegen würden, wäre das super. Boah, das war schon mal gut, ja. Oh, verängstigt. Nice. Kann sich erstmal nicht weiter bewegen, das Vieh vor mir. Ah, das ist schon mal viel wert. David, kannst du hier drüben vielleicht Schaden drauf machen? Auf die beiden? Auf welchen beiden? Auf die hier? Wäre theoretisch möglich. Die lassen wir hier drinnen dann einfach verrecken, oder? Ja, irgendwo. Genau, dass die sterben jetzt vielleicht schon an Pylas und deinem Zeug. Der hier drüben stirbt vielleicht, dann sind es schon 3 weniger. Wenn du jetzt von denen noch welche kaputt kriegst, wäre das top. Gehe ich eventuell hin. Alter, der Schneesturm ist ja riesig. Ich habe Konzentration verloren. Scheiße. Könnt jucken. Ja, Mann, ich mach den Schneesturm gleich. Aber obwohl, ist sie hier tot? Wer ist die, tot? Die Olle hier, ist die tot? Nee, die lebt. Die lebt noch. Oh, die sollten wir vielleicht. Okay, nee, dann sollte ich. Ja, okay. Die ist nur bewusstlos. Den Schneesturm machen. Nee, dann lassen wir den weg. Wissen, du kannst da ruhig auf die einschlagen, ne? Audit unaufhaltsam runter bei ihr. Ich versuche sie noch ein bisschen zu weiter paran, wie zum Beispiel verängstigen und so. Ja, das ist ganz gut. Jetzt habe ich verstummt nochmal 2. Okay, cool. Ja, jetzt kommt Brand auch drauf, jetzt können wir gucken. Ich habe die Kasse nicht runter, die Bitch. Aber gut, ich habe ein bisschen was runtergenommen auf jeden Fall. Du könntest noch versuchen, so vorsichtig um sie herumzulaufen, dass du vielleicht... Nee, die greift mich an, leider. Ich habe überall einen roten Pfeil. Hab schon geguckt. Ich würde sagen, du kannst ganz langsam um sie herumlaufen. Nee, aber die provoziert Gelegenheitsangriffe. Ja, das ist es. Nee, lieber nicht, Dicker. Ich bleib da, wo ich stehe. Lieber. Ich würde eh zu euch porten dann irgendwie. Habe ich irgendwie das Gefühl. Wenn du tot bist, ja. Los, Ben. Nee. Ah, nee, Pyler ist noch. Schon vorher. Ey, das ist mein Spot. Mein Spot. Mein Spot, mein Spot. Meine eigene Ecke. Ja, komm, zünd die Dinger an.
Mhm. Einer ist schon mal tot. Ne, jetzt hat er, oder? Doch, hat er wieder 7. Mhm. Ah, cool, verstummt und verängstigt ist noch da. Sehr gut. Wir müssen die erst alle ausschalten, damit der, ne, wir haben der ja Schädel seinen Segen verliert und dann. Ne, wir haben ja auch jetzt nur einen getötet, ne? 5 sind ja noch da. Also, mhm. Eben hat er 4 gehabt und potenziell 5 hat sie dazu gekriegt, also. Also, solange wie sich die anderen hier nicht bewegen, kriegen die bloß auch keinen Schaden. Ich finde es cool, dass er nicht noch extra geheilt wurde, sondern nur dieses Unaufhaltsam bekommen hat. Das ist doch schon mal eine ganz gute Sache. Naja, das ist richtig. Heilen tut die sich nicht. Also brennen, verängstigt und verstummt ist halt noch da. Das ist doch schon mal ganz cool. Na, dann mach mal, David. Ja, ich überlege gerade, ob ich... Greif welche an, die noch Leben haben und mach die tot, wenn du kannst. Erstmal, ich kümmere mich nur um den Luftelement dürfte ja keinen Schaden nehmen, wenn es in die Dornen geht. Ihr kümmert euch um diese anderen Wichser da, die das Ritual da vollziehen gerade. Oder so. Ich kümmere mich nur um den Dicken. Das hittet halt und das halt, ich dachte, das macht keinen Schaden, okay. Weil eigentlich kann ich die ja nicht angreifen, aber damit kann ich das anscheinend schon. Das ist doch nice, jetzt noch ein. Aha. Ne, brauchst du nicht, alles gut. Ist kein Crit. Warum hatten die jetzt keinen Schaden gekriegt, weil die da durch die Dorn gelaufen ist? Weil die wohl sehr viel Geschicklichkeit hat. Ah cool, verängstigt nimmt auch weg auf jeden Fall eins. Ne, die brennt. Ne, bei mir war wegen verängstigt, okay, ja. Oh Alex, da wäre auf jeden Fall gut, wenn du sonst die beiden hier vor dir und links vor mir platt machst. Ich kann die nicht angreifen. Nicht mit dem... Mit der Armbrust? Die Dorn wegmachen? Nee, ich kann die nicht angreifen wegen Heiligtum. Achso. Ich kann nur die neben David angreifen. Ja, oder? Nee, kannst du hochfliegen zu Ori? Und dann? Achso, ne, er kriegt das ja gleich wieder alles. Aber kannst du wenigstens den einer... Ne, ist auch Heiligtum. Ne, ich würde wenigstens zu... Ja, der fliegst du mir rüber. Ja, genau. Und das Haupt ist bei Fustians, oder was? Ja, genau. Ich würde die neben David hier vielleicht töten. Dann go. Dann... Jeder Feind weniger ist ein guter Feind. Genau. Töten war jetzt nicht viel, aber... Kann ich mich noch verstecken? Oder heile ich mich? Ich glaube, ich heile mich mal. So, alle, die Heiligtum haben, kann man nicht angreifen, ne? Na, nur mit Flächenschaden. Wir machen mal schnell Flächenschaden, dann ist der eine schon mal tot. Genau, toppi toppi. Ja, der ist durch Dorn gestorben. Also, jetzt leben noch 3. Kriegst du potenziell nur 3 unaufhaltsam zurück. David. Achso, Pyla, kannst du noch ein ganz kleines Stück Richtung zu meinem Typen gehen? Mit dem Feuer? Ah, nee, scheiße, schau ihn das oft auf, weil ich kann ja selber noch ein Stück laufen. Soll ich mit dem Feuerelementar weggehen? Nee, Schachschalin ist auch drin. Ne? Also ich bin weg. So, vielleicht reicht das schon. Hast du noch 4? Ja. Ich hab nochmal klar auf eine Wunde dazugefügt. Hauptsache Schaden, oder? Mhm. Ja, aber jetzt kann ich da nichts mehr machen. Ja gut. Soll ich nochmal auf den drauf springen oder so? Nee, spring nicht, aber... Ah nee, der da hinten liegt auch gar nicht mehr. Aber vielleicht... Furcht zu ändern. Kann ich noch ein ganz kleines Stück?
Dings kann ich nicht steuern, ja. Ich hab ja, es zieht ihm auch einmal was ab. Das war wieder dumm. Mal. So, schon getan, mal. Was ich konnte. Oh, ist so alles gut. Sieht doch schon gut aus. 16, 27, 11. Nächste Runde könnten sie alle drei sterben. Hätte noch eine Feuerkugel neben einen spawnen können, hätte der die ganze Zeit daneben gestanden. Hat auch die ganze Zeit Schaden gemacht. Mhm, stimmt eigentlich. Hat wieder 7 mehr. Aber ich glaube, wenn er dran ist, kommt dieses verstümmelt, verängstigt und klaffende Wunde, kommt auf jeden Fall nochmal als Minus dazu. Also das heißt, wir hätten da vielleicht ein bisschen Plus. Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Go, Lift Element, go, Lift Element. Er hat nur einmal, quasi alle Effekte haben nur einmal getriggert. Ja, verängstigen macht er keinen Schaden, aber das Feuer hat. Na, Feuer, klaffende Wunde und alles andere auch. Er hat ja mehr gehabt. Ja, klaffende Wunde und noch was anderes, ja. Ja, die klaffende Wunde habe ich nicht gesehen. Okay, also ich dachte, es gibt. Oh, jetzt hat er noch zwei, nice. Boom. Da muss ich mit meinem Wolkentyp da auch ran. Der hat einen Mehrfachangriff, der kann viermal angreifen. Hier, mach. Nee, danach erst. Okay, ich bin furchtsam. Den Typ hier noch und renn weg. Ist doch kacke. Ich kann nichts mehr machen, ist doch scheiße. Naja, ich hab ja deinen Part übernommen, Jusen, alles gut. Mann. Ja, wirklich, die ganze Runde habe ich gar nichts getan, wirklich. Wieso, du hast den getankt die ganze Zeit, das, was du machen sollst. Ja, stimmt schon, aber ich lag die ersten zwei Runden nur liegen da. Ist doch jetzt wurscht bei Jusen. Wenn unaufhaltsam weg ist, dann kannst du ja rankommen und dann haust du ihm richtig aufs Maul. Das sagst du nur so. Do things. Der ist auch da tot. Ist er. Sehr schön. Nur noch der Sechser. Ah, den kann ich theoretisch holen. Hä? Hat einen Rettungswurf geschafft. Heiler, kannst du da deine Tentakeln wegmachen? Was? Passiert. So. Soll ja auch nicht ganz so einfach sein, wa? Jo. Dann hätte ich schon meine 2-3 Fehlzüge nicht gemacht, dann werdet ihr auch schon alle ganz anders gelaufen. Ja. Man lernt aus Fehlern. So, hier oben steht auch noch einer von den Typen, ne? So. Ja, bei meinem Feuerelement habe ich ja schon auf dem Hinterherweg. Genau. Dann komme ich schon mal nach oben zu euch, wa? Jo, genau, kannst ja schon mal in die Richtung laufen, ja. Dass wir dann alle drei auf den einkloppen können, ja. Ja. Ah, jetzt ist der Schädel auch weg. Sehr gut. So, soll ich jetzt den einzelnen. Mit deinem Luftelementar, wenn du kannst, den unaufhaltsam wegmachen. Du hast ja, so einen Vierfachangriff. Ja. Hast bei dem gesagt. Urin jetzt meinst du, oder? Ja, genau. Bei Urin, ja. Greif Urin an, wenn es geht. Dadurch, dass der Heiligtum hat, kann ich wieder nur Flächenangriff auf den Dude machen, ne? Nee, der ist unaufhaltsam, kein Heiligtum, Digga. Nein, er meint den der anderen. Der hier wegrennt. Achso. Ja, genau. Aber das steht doch da, also wenn dein Feuerball, also es steht dann da, dass dein Feuerball nicht wirken kann wegen Heiligtum. Ist dann auch so ausgegraut. Ja, genau. Also.
Wenn denn wirken kann, also wenn er da drauf steht, dass du eine Wahrscheinlichkeit hast, dann kannst du drauf wirken. Ja. Boah, ich hab ein bisschen zu wenig Movement Speed. Bewegungsrate, ja. Kommst nicht dicht genug an. Scheiße, na egal, mach ich hier doppelt. Ah, einmal unaufhaltsam ist weg. Gut. Klaffende Wunde. Was? Okay, Blutung. Ja, Alter. Ja, raste richtig aus, ist klar. Alter, wen hat er denn jetzt gerufen? Gute Frage. Skelette. Ah, die Skelette. Der kann die als Skelette widerrufen, die Dudes. Ja, aber der Schädel ist nicht da, also von daher. Ja. Okay. So, wie viel hat er jetzt noch? Der hat noch einmal unaufhaltsam. Jupp. Ah, okay, na gut. Dann riskieren wir's. Achso. Ja, ich bin im Nachteil gegen das Vieh. So, obwohl wir in der Nähe stehen, ist doch kacke. Das ist schon mal weg. Boah. Okay. Die betroffene Kreatur ist in gegnerischem Blut getränkt. Sie gewinnt 4 bis 24 Punkte pro Zug zurück. Stärkendes Blut, ja. Mhm. Weglaufen kann ich auch nicht gegen die. Na, draufhauen und weiter. Ja, ich überlege gerade mal was. Okay. Wie gesagt, ich kläre mit meinem Feuerelementar erstmal den Dude, der noch wegrennt. Die Skelette ignoriere ich. Und sonst zauber ich die Skelette mit meiner Zauberin erstmal weg. Weil ich kann ja eh nicht groß was machen. Ihr steht da ja alle so gedrängelt auf dem Dicken. Mir geht nicht. Na dann. Zack, jetzt kann ich wegrennen. Okay, cool. Keine Ahnung, wie das ging, aber es ging. Jo. Ich will jetzt auch nicht sagen. Alter, kannst du mal aufhören? Die haben alle so viele Angriffe, ey. Ey, wie cool, ich kann wieder nichts tun. Oh, wie toll. Warst du immer noch furchtsam, oder? Ja. Ja. Was? Da verbrannt der Bruder. Ja, dann? Kloppt auf die einen da. Oh, sehr gut. Hier vorne sind doch noch zwei Skelette, ne? Ah, nice. Oh, ich hab'n liegend bekommen. Oh, hätte ich das mal vorher gemacht. Oh, sehr gut. Inni plumst. Die Urin. So, die Skelette sind fast down. Mal gucken, ob die überhaupt machen. 12 Schaden und Blutung. Und die hauen eh gerade auf meinen Feuerelementar ein. Und der bleibt stehen. Standhaft. So, Dann puste mal und puste mit deinem Puste-Element. Mehrfacher Angriff. Aua. Na komm, du kannst es doch vertragen. Ah, jetzt bist du furchtsam. Ja. Jusen, kannst du was machen? Nee, ne? Kannst, ja, du an, doch. Kannst du an die ranrennen? Nein. Okay, verängstigt. Sie ist verängstigt, Digga. Ist doch schon mal gut.
Wenn wir mal kurz warten können. Sichtfeind ist. Cool, kannst du ein Stück weglaufen zu dir, als wo du herkamst? Ja. Wenn ich so weit weg bin, reicht schon. Hat irgendwie gar nichts gemacht. Ich bin gegen dir, aber auch nicht einmal im Vorteil. Hättest du auch deinen Speer werfen können. Ja, hätte ich machen können. Gut. 30%. Soll ich drauf? Ja, dann haben wir jetzt nur sie vor uns. War der auch nicht mehr viel. Nö. So, dann. David und Yusen schaffen das in der nächsten Runde und dann. Ermordet. Ah, nee, das war vielleicht zu weit. Gehen wir lieber noch ein Stück da rein. Obwohl David ist noch furchtsam. Ja. Nice. Kritischer. Oh oh. Ja, du schaust mal, was macht das? Oh, die haben wir genommen. Should have made me your enemy. Nice. Ja, ist halt awesome. Wer hat die Cutscene? A metallic tang. Ecke, okay. Ich hab die Cutscene, okay, cool. Zurücktreten und die gute Arbeit betrachten. A glint of light on something in the blood catches your eye. Yep. Wo ist der zweite? Ich glaube, den wird es nicht geben, weil es ja um den Stein geht. Der hat den zweiten! Den Stein können wir da rausnehmen, ich finde nur den durch. Ja, und jetzt hat Yusen das schon in seiner Analtasche verstaut, Alex. Ja, so Mist, ey, jetzt ist es in seinem Arsch. Kacke. Da ist jetzt für immer verschollen. So, gucken wir doch gleich mal. Wo ist der durch? Wo ist der durch? Wo ist er? So, wir sind Max Level. Durch, durch. Wo ist der durch? Letzte Mal mit 12 sind wir Max gegangen, ja. Schwert, das findest du leider. Also, ich glaube, das Spiel hat so viel Inhalt, wir hätten bis Level 20 eigentlich machen können und dann mit den Erweiterungen noch höher. Aber ich denke mal, mit den 1-2 Erweiterungen, die kommen werden, werden wir vielleicht nicht über Level 20 groß drüber kommen. Oh. So gibt kein Dolch. Bloß wegen dem scheiß Stein, oder? Ja, der Dolch ist zu einem Stein geworden. Tut mir echt leid, Diggi. Mann, oh. Was machen wir denn hier jetzt? Was haltet ihr von der kurzen Rast und Speichern? Speichert haben wir schon sowas gemacht. So, wir sind jetzt Endlevel, wa? Ja, ja. Ja, höher als 12 geht nicht. Jetzt Schluss. Ja, hast du gesagt. Leider, ja. Ja, krass. Alle, was wir jetzt noch dazu kriegen, sind halt bei meinem Charakter zum Teil Zaubersprüche oder wenn wir mit den Larven noch skillen. Ja. Und sonst nur eher Equip und so. Oder wenn noch irgendwelche Zaubertränke, die wir nicht kennen, gibt. Also. Aber man kann ja auch nochmal umskillen beim Dings-Dude. What? Peli schlagen, mein Lieber. Alex, was pummelst du denn da am Rock da rum? Geht dir ja an, schon. Okay. Oh, jetzt ist offen. So. Ah, die lebt noch! Na klar, richtig. Die war nur bewusstlos.
Zum Glück wurde die auch nicht angegriffen. Wollen wir die vier da oben noch töten, oder? Also eigentlich müssen wir ja nicht, ne? Wir kriegen ja keine Erfahrung mehr dazu. Ah, ich hab ihn! Hier! Ha! Die in der Leiche! Da war der Dolch drinne. Von ihr, von der Urin. Nice! Und es ist sogar so ein legendärer, wie Yuzen hat. Ich hab gar keinen Dolch. Diese Waffe bewirkt zusätzlich Stichschaden bei Zielen mit 50% ihrer Trefferpunkte oder weniger. Nur Haupthand. Blutadrige Wild. Wenn du beim Angreifen im Vorteil bist, erleidet das hier zusätzlich 7 Stichschaden. Wenn Nico du mit der zweiten eingefahren hast, kannst du dem Schaden des Angriffs dein Attributsmodifikator. Okay. Boah, nehme ich den als Haupt oder als Zweit? Was machen denn deine anderen beiden? Boah, da macht der immer noch 7 bis 18 Schaden. Eieiei. Kritischen Treffer. Boah, der ist schon nicht schlecht, Alter. Ich meine, 26 als Standard. Dann, ja. Was steht da gerade noch? Du hast den ja gerade ausgerüstet, oder Alex? Ja. Den goldenen. Ja. Genau, 15 bis 26 Standardschaden plus 2 Säure plus, wenn man Glück hat, 4 Nekro und nochmal plus 4 Stichschaden, wenn der Zustand stimmt. Also, ordentlich. Ja, die Frage ist jetzt so bei dem Zusatz unten. Da, also ich kann ihn als Haupthand ausrüsten. Da habe ich, wenn du beim Angreifen im Vorteil bist, erleidet das hier zusätzlich nochmal 7 Stichschaden. Mhm. Als Zweithand, wenn du mit Zweithand einen Angriff ausführst, kannst du dem Schaden des Angriffs deinen Attributsmodifikator hinzufügen. Mein Attributsmodifikator ist bei Stärke, glaube ich, jetzt plus 5. Aber das ist die Frage. Ist das denn auch Stärke? Naja, ist ja jeweils, also wenn ich mit dem angreife, ist Stärke, ja. Geht ja auf Stärke, Attribut. Ja, aber dann bringt ja Haupthand trotzdem mehr, weil es plus 7 ist und ich nur plus 5, ne? Ah ne, hier ist plus 8 jetzt. Und du hast ja dennoch Waffenverzauberung plus 2, ne? Wenn du die Haupthand nimmst. Oder? Ne, das ist ja da drüber. Nee, die hört nicht mehr zu. Oh, den Dolch, den du weggepackt hast, der ist auch nicht so kacke mit den temporären Leben, die du dazu bekommst, wenn du krittest. Ja, das ist richtig, aber der andere ist, glaube ich, besser. Reduziere die Zahl, die du brauchst, um beim Angriff einen kritischen Treffer zu würfeln, um 1. Wenn du höchstens 2 Schaden würfelst, wird erneut gewürfelt und das höhere Ergebnis zählt. Ja, du krittest halt öfters. Bei dem anderen ist halt, du machst halt mehr Schaden, wenn du krittest und kriegst Leben dazu. Genau. Und, aber ich bin mit Schattenklinge, du bist bei Angriffswürfen gegen leicht oder komplett verschleierte Ziele im Vorteil, wenn du diese Klinge verwendest. Ja, dann kannst du die Kleine mal wegkriegen. Ja, genau. Das ist gut. Ich überlege jetzt nur, ob ich den Dolch als Haupt- oder als Nebenhand mache. Weil als Nebenhand macht er ja auch schon Amok viel Schaden. Ja, na, aber mach doch, nimm doch den anderen als Haupthand, weil bei dem anderen willst du ja nur die Effekte haben und die kriegst du ja auch, wenn es jetzt Nebenhand ist. Und das andere zählt ja als Zweithand, also den Effekt unten, den kriegst du ja so oder so nicht. Dann dürftest du nur eine Waffe mit dir rumtragen. Nee, das ist ja Haupthand und Zweithand. Ja, wenn ich den jetzt hier rüberziehe, dann ist die Zweithand. Ah, dann leuchtet es da unten, ja. Nee, dann würde ich trotzdem den ersten Effekt beim Legendären nehmen. Ja, der erste Effekt ist ja nur, wenn ich im Vorteil bin, ne? Ja. Den zweiten Effekt habe ich quasi immer. Attributsmodifikator. Ach, das ist bei dir Stärke, wa? Und der ist plus 8. Ja. Deine physischen und mentalen Attribute, sie beeinflussen. Es gibt 6 Attribute, achso. Ja, steht halt nicht da, auf welches, aber ich gehe mal davon aus, dass es ja ein Nahkampfangriff ist, wird es ja auf Stärke gehen. Nee, dann lass er Zweithand. Und er macht als Zweithand halt auch 15 bis 26 Schaden. Ja, aber gut, nee, stimmt, wenn du den wechsel den mal, ja, stimmt. Wenn du den wechselst, dann hast du ja ein. Immer noch beide plus 19. Aber unten ändern sich ja die Zahlen. Nahkampf.
So. Da. Ja. Ja, 11, 16, 11, 16, da sind beide. Das würde ich so lassen dann. Nee, weil guck mal, der macht als Haupthand 15 bis 26 Schaden. Der andere aber nur noch 5 bis 10. Wenn ich die jetzt wechsle, dann macht der wieder 13 bis 18 und der andere trotzdem 15 bis 26. Ja, aber ich hab. Aber das ergibt ja keinen Sinn mit unten den Schadenszahlen, weil wechsel das mal, dann hast du bei beiden 11 bis 16. Siehst du? Und bei anderen nur 3 bis 8. Das verstehe ich nicht. Und ob der jetzt 18 und 13 Schaden macht oder nur noch 10, macht glaube ich keinen Unterschied. Greifst ja dann eh mit deiner Haupthand an. Ja, dann machen wir das so. Genau, und bei dem anderen hast du zwar einen Schaden mehr, wenn du im Vorteil bist. Ha. Ja, dann nehme ich da das hier, wa? Ne. So ist aber die Rüstung von dir ist jetzt auch nicht so der Burner, wa? Ja, achso, hier die verstümmelte Panzerung habe ich noch nicht gelesen. Das ist okay, aber könnte ich anziehen wegen Gestalt wandern, aber da meine Rüstung ist viel zu OP, glaube ich. Und ich bräuchte mal noch andere Ketten, weil alle Ketten, die ich bei mir habe, sind eigentlich bloß, um mir Zauberplätze wiederherzustellen und dafür muss ich sie nicht die ganze Zeit tragen. Irgendwann mal ein hübsches Kettchen finden. Gut. Nö, ist doch aber cool. So probiere ich mal so aus. Und der legendäre Dolch ist endlich in dem Besitz, wo er ihn hört. Ne, cool. Mal gucken, wie viel Schaden das im Endeffekt macht dann. Bin ich gespannt. Wollen wir da unten weiter, wo Yusen ist, oder was? Ich denke, hier geht's weiter, ja. Kurze Rast haben wir jetzt gemacht, ihr habt, ne? Jo. Da gibt's noch eine Truhe. Ja, hier ist der Schlüssel dazu. Oh, seine Mutter ist auch hier drin. Habt ihr mit ihr schon geredet? Mit der Mutter? Nö. Nicht mal mit der wir gerettet haben. Nö. Gab's was Jute da hinten? Ich denke, keine Ahnung. Ich pack nur einen Dicker. Cool. Bei User nochmal reingucken hier. Da war Jute ja ab. Oh, ganz viele Gifte. Ich würde mal kurz auf Toilette gehen und auf mal eine rauchen gehen, ja, Leute? Ja, nicht schlecht. Okay. Gezeigt, dass wir da weitergehen können oder was? Ne, da oben. Da ist dieses Loch. Zack. Das ist ja das, was ich gemeint hatte. Von da wäre ich ja gekommen. Quasi von hier oben. Hier geht's doch nicht weiter. Nö, ich glaube. Na, das war, wir haben ja den Stein jetzt, also. Dafür waren wir jetzt hier. Oder nicht? So, wo ist die Olle hin? Welche Olle? Die wir befreit haben. Obwohl, die ist wahrscheinlich wieder im Lager.
Guck mal, hier drüben ist noch ein. Da drüben ist noch ein Weg. Ich guck mal, was da ist. Hier ist ja auch nichts. Ah doch, hier ist eine Truhe. Ha! Mensch. Nett. Cool. Truhe gefunden, verstecktes Geheimnis. Da ist er, da ist er. Ich will mich mal runter zur Unterstadt teleportieren und mal gucken, was da für ein Marker noch ist. Jo. Ah, Schnellreise ist hier nicht möglich. Naja, das wäre ja auch Quatsch, wenn er hier Schnellreise machen könnte. Das könntest du immer ans Lager dich heilen und wieder zurückkommen. Ich bin krank. Warum bin ich denn krank? Befallen von Fleischfäule. Haben wir nicht so einen Heiltrank? Du hattest doch hier Trank, Heil, Dings, Heiltränke, oder? Das weiß ich nicht. Da, heilender Trank. Heilt die Zustände blind, verstummt, gelähmt, vergiftet. Zählt krank dazu? Wir haben ja 6 davon, ich kann ja mal einen nehmen und probieren. Scheiß drauf, die benutzen wir ja sonst sowieso nicht. Hat's geklappt? Ja, ist weg. Ja, ach, nice, cool, ey. Cool. Gut. Naja, ansonsten. Naja, jetzt müssen wir ja zurück in die Stadt, ne? Also wir haben ja jetzt den komischen Stein von ihr. Das heißt, wir müssen jetzt in die Stadt zu dem Typen und uns mit dem jetzt verbünden endgültig. Oder wir töten ihn auch. Ist ja wurscht. Ja, die Stahlwächter-Dings. Müssen wir die noch rausfinden, wie wir die Stahlwächter besiegen? Naja, so stark waren die nicht. Die Stahlwächter. Also ich habe dem einen, glaube ich, 60 Schaden gemacht und das war mit dem anderen durch. Also ich glaube, die Stahlwächter kriegen wir locker platt. Da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Auch wenn die 200 Leben haben. Aber ich würde sagen, auch erstmal in die Stadt und irgendwie mal so ein kleines Verkaufspäuschen machen, weil Pyla ist jetzt eh nicht da. Und wir sind alle gut full. Beides Tor oder was? Ja, würde ich mal gucken hier, was so. Zur Würmbrücke sind wir ja auch nicht gegangen letztes Mal. Offline. Muss ich mal gucken, welche Händler wir hier noch so haben, ja. Die noch ein bisschen Kohle haben. Können wir jetzt zu Baldur's Tor eigentlich gehen oder kriegen wir nur Kopfschmerzen? Ich glaube, wir können halt gehen. Was? Sorry, ich bin zu Baldur's Tor gelaufen. Welcome back, friend.
The fine I sell the best you'll find in Baldur's Gate. Very good, sir. Oh, wir haben noch 2200 Gold. Nett. Okay, so könnt ihr erstmal sortieren können. Sind wir mit Kohle gefunden? Ja. Habitsch. Ist ja alle drin, ballern oder wieder was? Ja, rein theoretisch. Viele Messer gefunden. Was wollen wir denn eigentlich mit diesen ganzen Tränken machen? Benutzen wir die im Kampf? Trank der Geschwindigkeit und sowas? Und meine Ritter aus können wir es verkaufen, theoretisch. Also diese Gifte und so, die benutze ich eigentlich ganz gerne. Die würde ich behalten. Den heilenden Trank finde ich ganz gut. Aber hier Elixier des Heldenmuts werden wir ja nie trinken. Wir benutzen ja andere Elixiere. Genau, wir sind nämlich keine Helden. Trank der Geschwindigkeit sehe ich auch nicht, dass wir den irgendwie benutzen werden. Öl der Verbrennung, ja, diese Öle, die benutze ich eigentlich auch nicht. Öl des Verderbens auch nicht so. So, schau dich mir jetzt noch der andere Deutsch, den du gerne haben möchtest. Ach ja, cool. Ja, nice, Alter. Viel Spaß damit. Was macht der? Du bist einfach ein Auge weniger. Okay, das ist fast der gleiche Effekt wie bei dem anderen. Genau, und hat dann als Haupthand Schwäche aus uns. Kreaturen, die mit dieser Waffe getroffen werden, sind verwundbar durch Stichschaden. Das endlich sei bei deinem nächsten Angriff im Vorteil. Was? Der zielsicherer Schlag. Das ist eine Bonusaktion. So, ja. Sei bei deinem nächsten Angriff im Vorteil. Wo seid ihr? Verfehlt, kannst du zurückschlagen und zielsicherer Schlag erhalten. Ah, der ist als Zweithand nice. Als Zweithand, wenn eine Kreatur dich mit einem Nahkampfangriff verfehlt, kannst du zurückschlagen und zielsicherer Schlag erhalten. Ja, naja, aber das mit dem Verwundbar ist auch nicht schlecht. Verwundbar ist auch nicht schlecht, aber der macht. Gucken wir beide an und dann tauschen wir mal. Gucken wir, wie das mit dem. Ja, gleich. Erstmal den ganzen anderen Rest verkaufen hier. Du kannst sie auch werfen. Die Waffe kann ihm nicht aus der Hand geschlagen werden und kehrt automatisch zurück, wenn sie geworfen wird. Ja, nice. Wo siehst du das? Steht ganz unten. Achso, wenn du auf A. Gebundene Waffe. Okay. Ach, da. Ja, okay. Nice. Naja, endlich mal zwei neue Dolche. Nett. Jetzt hat er zu wenig Gold. Wo muss ich denn hin? Baldur's Gate einfach importen. Aber du musst erstmal ein bisschen rauslaufen, dass du dich erstmal importen kannst. Okay, nice.
Lass du nächsten ein Portal, was du irgendwo siehst auf der Karte, und dann von da aus kannst du dich hinporten. Auf Baldur's Tor kann ich, ja da. Du musst sowieso erstmal ein Stück rauslaufen, Peiler. Naja, bin ich ja schon. Achso, also. Ich war ja schon am Teleportstein, am alten. Okay. Erstmal am Verkaufen, oder was? Ja, ich wollte mal so ein kleines Verkaufspäuschen machen, solange du weg warst. Falls der irgendwie auch so Teleportationspfeile hat, kannst du auch gerne kaufen, ne? Weil die waren ja recht praktisch eigentlich. Na, ich hab noch einen im Inventar, kannst du ja rausnehmen. Ne, ich brauche jetzt gerade keinen, aber falls er welche anbietet. Kannst du was im Inventar rausnehmen. Und sonst greifen wir gleich die Golems hier an, oder was? Was für Golems? Na hier, diese Wächter. Nee. Eigentlich würde ich die jetzt ungern angreifen, Jusen. Warum willst du die jetzt angreifen? Damit wir durch das Tor kommen. Bestimmt, sind auch bestimmt die Leute in der Stadt gegen uns. Weißt du denn, was unsere Mission gerade ist? Nein. Cool. Du? Ja. Okay, und welche? Wir wollten uns jetzt mit dem Typen verbünden. Der den letzten Stein hat. Du hast Kind und so von der Rede, oder? Oh, okay. Da. Die ganzen Bücher muss ich doch jetzt eigentlich nicht mehr lesen, oder? Wir kriegen ja jetzt sowieso keine Erfahrung mehr dazu. Aber vielleicht Inspiration. Information für eine Quest. Ah ja, meinetwegen verkaufst du alle. Naja, ja. Verkaufen tue ich sie sowieso, aber die gehen ja jetzt darum, ob ich sie alle vorher eben mal lesen muss. Das musst du nicht. Oh, scheiß drauf, meine ich. Welcome back, my darling. Hallo. Are we feeling ruby? Amethyst? So. Peiler, hast du mir deinen Kram auch gegeben? Na, noch nicht alles, weil du ja fast voll bist. Jo, warte. So, jetzt hast du alles. Jetzt habe ich alles. Und Spielplatz gehen, der. Was mich so? Fasst ihr euch da jetzt schon wieder an auf dem Spielplatz, Leute? Betreten, Verbot. Was ist so ein Haus? Was? Speichermappung. Soll ich einfach rüberfliegen? Oh, ich hab ne Cutscene. Scheint haben wir an diese Tor noch nicht geklopft. I'm not a centipede. I'm a guard.
Okay. So eine Tür angequatscht oder? Ja, ich hab. Da ist noch ein Anwesen, glaube ich, auch noch nicht. Oder? Okay. Ja, da fliegen Stühle und so ein Scheiß. Bei mir kann man nur looten. Alles Mögliche. Oh oh, bei mir ist irgendwas unheimlich. Ich komme. Reutergeist, ey, lass mich nur. Okay. Ihre Wahrnehmung? Ich muss mal Jusen hergehen, vielleicht kommen, vielleicht sieht er den Poltergeist. Ich glaube, hier müssen wir mal alle zusammen hin, ey. Das ist mir zu viel, alleine jetzt hier zu looten, das Haus. Jo! Da ist der Poltergeist. Was seid ihr denn? Da oben. Und wir sind unten, Alex. Ach so. Hier oben sind auch noch zwei. Ja, hier oben sind auch welche. Überall poltern die Geister. Der da unten irgendwas? Man hat sie unsichtbar gemacht. So. Du bist dran, ne? Ja, ich weiß, dass ich dran bin, aber ich komme halt nirgendwo wirklich ran. Heul doch. Von der Poltergeister mache ich ja mit Dings wahrscheinlich keinen Schaden, oder? Was ist denn Dings? Ah, ne, ich quatsch. Okay.
Heiler rastet da unten aus. Ich hab mal die Feuerwand ausprobiert. Noch ein Poltergeist. Bei Peiler rechts. Wo ist das? Hat der auch mal was? Überlegt noch. Ich merke das schon, ne? So, der hier unten ist ja tot, war ja. Da unten ist er eher tot, ja. Der ist da. Jo, ohne Crit mache ich jetzt schon 41 Schaden an den Viechern. Machen wir jetzt den Ghostbuster-Style hier. Wir treiben die Geister aus. Alter. Oder eher supernatural-mäßig. Natural-mäßig. Cool. Ich glaube nicht, dass wir das hier super natural raustreiben. Alter, auch ohne Anfrei. Das scheint irgendwas Schaden. Ja. Ne, das waren 10 und 3, nicht 103. So. Schade. Doch, doch 103. In meiner Richtung ist auch noch einer Jusen. Oder du gehst mal durch die Türen da und guckst mal. Geister gibt's denn hier? Und in der Küche sind auch noch zwei aufgetaucht. Mhm. Mach das. Aber die kriegst du ja hin, ne? Denke. So stark sind die ja nicht. Bup, bup. Der vor mir ist Asche. Habe ich Hüsen geschlagen? Ja. Nee, hast du nicht. Nee, nee, nee. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ich komme da nicht rein. Ist unten? Wo sind die anderen? Auch unten? Auch unten. Unten
Mönche alle. Aber ich glaube, wir müssen zu diesem Kerzenständer da. Ja, der sagt nur, dass er den Viechern Schaden. Ah, nein! Oh, das war zu weit. Der Kerzenständer macht den. Macht den Aua? Mhm. Achso, okay, cool. Ah, scheiße, die brennen ja auch. Naja, gut. Ein Versuch war es wert. Noch größer geworden, die Fläche. Mehr Feuer! So. Also da komme ich auch nicht ran, wa? Oh, ich kann. Nein! Oh, Junge, fliegen sollst du. Als ob der jetzt hier reingelaufen ist, Alter. Ich krieg die Krise. Doch dahin. Okay. 20 Schaden. Muss eigentlich runterlaufen erstmal, oder? Mhm. Wenn es keine anderen Türen mehr gibt, ja. Bleibt über eine Stunde. Muss ich wohl erstmal einen Wasserzauber machen, damit ich das Feuer wegkriege. Oder sowas. Mal gucken. Ja, Yusi. So muss bis hier vorne laufen und dann runterspringen. Mal dahin und hüpf. Na. Hier ist okay, hier. Also. Lösen kannst du deinen Speer da so an die Tür werfen, da hinten hin zu dem Viech? Werfen kann ich jetzt leider nicht mehr, weil ich Boten gemacht habe. Ja, so, okay. Aber ich könnte Tatendrang machen. So richtig ist so lohnlich. Kannst du eine nächste Runde machen. Oh ne. Die Kamera kommt mit den zwei Stockwerken des Hauses nicht klar, Alter. Ich hab schon voll reingezoomt. David, neben dir ist auch eine Tür, ne? Und dann kommst du von der anderen Seite, kannst du hier durchgehen dann. Nee, komm ich nicht durch, die ist verbrettert. Achso. Ah, okay. Habe ich nicht gesehen. Kann ich hier nirgendwo hinfliegen? Erst sieht's aus, als wenn es geht und dann geht's nicht. Ja, da steht dann immer kein Pfad. Hier ist auch nicht. Ich habe für uns den Weg mal abgekühlt, ne? Das
Da ist er. Vielen Dank. Könnt ihr jetzt überall reingehen. Immun gegen verstrickt. Oh, ist egal. Ich will ja nur meinen Typen da eigentlich reinstellen, dass der... So, dass er geheilt wird. Hm. Genau. Die Feuerwand hält immer noch hinten, Alter. Mhm. Sensu, kannst du nicht da hinten abhauen, die Bäden hier drin. Die anderen Bäden hier bei mir unten, der eine ist unsichtbar, da sieht man halt nur ihn. Den anderen guckt man Feuer elementar in die Richtung. Einmal mit dem Stab ins Gesicht, peng. Bin wenigstens schon mal unten. Ja, einer macht sich wieder unsichtbar, ist klar. Aber wo will er hin? Das weiß er selber nicht. Ganz schön verwinkeltes Haus, ja. Wir waren noch nicht mal im Keller. Mhm. Wäre cool, wenn da noch ein Megageist wartet. Ja, der kommt bestimmt noch. Machen die sich alle unsichtbar? Zum Glück, also in der Küche weiß ich, wo sie stehen. Muss Jusen immer rumrennen und die alle aufdecken. Ich muss er gleich mal reinflitzen, er ist ja eh gleich dran. Das ist wie hier. In die Küche. Der hat die Treppe hochgerannt. Heiliger Wichser. Komm, Jusi. Da sind sie. Der steht immer noch. Auge war immer noch eine gute Entscheidung. Der Todespeaks. Aber denk dran, dass du unsere Elementare nicht mit erwischst. Keine Zuhörer werfen. Todespeaks. Todespeaks. Ich kann nichts mehr machen. Na, reicht doch. Dann beende doch einfach. Ich kann nicht mehr beenden. Ich habe nur zwei Gegner getötet. Ich muss mehr machen. Okay. Aua. Stand doch einer auf der Treppe. Hat sich einfach in die Luft gesprengt. So, der letzte. Nee, wir haben beide zitonischer Rückschlag gemacht. Damit können wir gut Gegner wegkillern. Der letzte soll da stehen, ne? Den müssen wir noch irgendwie aufdecken. Den Lurch. Hab nicht getroffen. Da hinten? Na, noch einer. Ist ein Später jetzt. Ist denn hier irgendwo ein Keller?
Kannst du mal ein Stück zur Seite gehen? So. Weißt du, wie mein Ding? Besser? Oder noch ein Stück? Nee, passt doch. Schade. Die ganze Einrichtung hier aus anderthalb Haus brennt schon. Hey, wir haben die Geister verjagt in ihrem Haus, aber dafür auch alles abgepackt und zerstört. Wir sind die Monster hier. Ghostbusters. Bösen ist der Schleim. Wie ist das, Magma? Schleimer, du Idiot. Smegma. Smegma, der unsichtbare Geist. Habe ich getroffen? Glaube. Weil die Treppen hochgehen, da sind noch mehr. Da. Wenn wir den Helfer da müssen wir hier runter. Seht ihr, wo die hier umstehen? Null. Dann mach ich einfach mal einen Glücksshot. Die sind eins über dir noch, Jusen. Hier ist keiner. Wenn du mal rauszoomst, sieht man das. Die sind alle über dir. Noch ein Stockwerk über dir sind welche. Und da noch ein Stockwerk da drüber sind noch mal welche. Mit mir in dem Aufgang. Musste ich also erstmal weiter hoch bewegen, die Treppe. Immer nach oben. Es ist fast geschafft, David. Unsere Geister stehen bei mir irgendwie voll komisch da. Also unsere Elementarwesen, nicht Geister. Alex? David? Bin ich dran? Dran, ja. Ja. Kommen Sie mal nach oben geflitzt. Um Ecken fliegen und so funktioniert nicht so gut, oder? So? Bist du bis da an die Ecke geflogen, musst du ja noch höher. Jo. Ich glaube, wir müssen den Ständer zerstören.
Entweder den Ständer oder den verfluchten Schädel ganz oben. Guck mal, hier in der Ecke ist ein verfluchter Schädel. Hm. Ja, natürlich. Nee, aber geisterhafte Kraft haben wir von den Dingern. Also ist auf jeden Fall gleich ein Name. Schön, hat mich ausgenommen. Ah, dann macht mal. Wucht, gleißend und Energie ist das schwach gegen der Skelettkopf. Was war Jusen? Gehört Jusen? Mal den Speer vorher geworfen. Ja, ich hätte werfen können, ja. Na, ich hab mal diesen Kerzenständer angegriffen. Den Kerzenständer könntest du auf die werfen. Wenn er nicht schwer genug ist. Nicht zu schwer ist. Die mögen den wohl wirklich nicht, wenn die ihren Kerzenständer anfest usen. Was bringt das, was sie da machen? Hochfliegen, wieder runterfliegen, hä? Das sind Geister, Jusen, die sind verwirrt. Cool. Okay. Ich liege. Mhm. Wir haben irgendwas gegen dich an. Ja, Prinzberg. Rassisten. Geister haben Angst vor Zwerge. Schön, du kleiner Hirnfurz da hinten. Schalte dich jetzt mal aus. Also, besser. Scheiße, ich komme mal von außen nicht rum, oder? Nee, du musst immer durch die Küche. Obwohl. Komm ich doch. Das ist gut, ja. Okay, ja. Im Raum sind locker nochmal drei. Obwohl, da ist auch noch gleich eine Tür bei Jusen. Stand. Ja. Ja. Ich stehe bei Jusen da an der Tür, oder? Der steht doch hier direkt daneben. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ich stehe erstmal auf. Ah, kann was machen. Cool. Ich würde auch gern was machen, wenn mein Geist mal weiterlaufen würde. Jetzt. Warte kurz. Hier sind ich mal. Was machst du? Oh, da kommt. Au, oh, rachsüchtige Seele, da kommt ein Viech raus. Ja, da kam jemand raus, ja. Dann teleportiere ich mich mit meinem Ding erstmal nach unten. Und dann kann ich nächste Runde das Ding wegfetzen.
Ja, krass, es war stimmend, Leute, der Wixi. Ja, kann sich nicht bewegen, der Hundus. Sehr gut, sehr gut. Ist schon tot, Jus. Ja, deswegen sehr gut. Die Dolche machen einfach mal richtig viel Schaden. Die sind schon echt heftig, muss ich sagen. Alter, wollte er dich mit dem Schrank abwerfen, ja? Meister. Und wieder runter. Müssen wir jetzt die Kerzenleuchter zerstören, oder? Ja, ich mach den hier unten jetzt. Kannst du machen, ja. Aber er kriegt eigentlich nur den Effekt, wenn ihr auch in der Nähe seid, oder? Ja, jetzt habt ihr den... Aber dann wäre es, glaube ich, doch von Vorteil, wenn die platt machen. Ist noch mehr, lieber. Aber pass auf, da kommt ein Gegner raus, ne? Hätte ich mal vorher nachgucken sollen. War clever von mir. Super. Ja, war ein bisschen immun gegen Feuer, denke ich, ja. Aber... ist ja witzig von den Entwicklern, war so ein Kerzenständer ist immun gegen Feuer. Kerzen hätten wegschmelzen müssen. Aber halt nicht der Kerzenständer. Hä? Ey, halt, stopp. Halt, stopp. Okay. Ach, scheiße, ich hab vergessen, dass da jemand auftaucht. Wo? Muss ich ja runter? Achso, nee, der ist doch direkt hinter dir. Kannst doch deinen Speer werfen. Der Kerzenständer meinst du? No, werf da einfach deinen Speer drauf. Da hast du deinen Gegner. User hat auf jeden Fall schon mal die verängstigten Hausherren gefunden. Da war hier eine Geisterparty bei dem im Haus oder so, so viele wie das sind. Die Dryade kann mal versuchen, da auf dem auf den Schädel einzukloppen. Die hat doch Wuchtschaden. Ja, stimmt.
Haben wir uns jetzt immer durch die Etagen geprügelt. Warum habe ich denn jetzt eigentlich immer noch dieses Dings? Geht das nicht weg, wenn das Ding weg ist? Ne, User hat das auch noch. Aber Alex hat das nicht mehr. Was habe ich nicht mehr? Na, dieses hier von dem... Na, vielleicht ist über uns noch eins. Alter. Was anderes. Das hier. Wenn die Dolchwolke weg soll, David, musst du Bescheid sagen, ja? Ja, ne, das ist entspannt. Ich hab den Kerzenständer gefunden, David. Steh mit Pyler seinem Feuerelementar davor. So, wenn ich jetzt so endlich rankomme mit meinem Feuerelementar, kann ich auch meinen Wuchtangriff machen. Dann mache ich da auch mal Schaden. Oh, Yusen hat die andere Olle klar gemacht. Hat er die Nummer gekriegt, hat er gesagt, ja. Könnte die Dinger angreifen, aber die sind rot. Die sind was? Also ich konnt keinen Schaden machen, wegen mittlerer Zähigkeit. Achso, na, was ist das? Hoch im Stich, was hab ich? Ich hab Hieb. Hieb hat er gar nicht. Alter, springt er durch den Gang. Wie ein junger Gott. Er bringt nichts, David. Na, mittlere Zähigkeit heißt ja nur, dass nur ein Schlag mit mindestens 22 Schaden es beschädigen kann. Vielleicht, ich hatte 8 bis 27 halt. Genau. Aber ich weiß nicht, das ist eigentlich bloß eine Abwehr, wenn du da in der Nähe stehst. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich kaputt machen müssen. Weil du kannst deinen komischen Wirbelsturm wegnehmen, auf jeden Fall, der Gegner ist tot. Okay, wo ist der nächste Gegner? Oben. Wir müssen immer höher, das geht noch zwei Stockwerke mindestens hoch. Von dir aus. Jetzt wieder da vor dir rein und dann wieder. Ne? Geht nicht, Yusen. Du kannst, glaube ich, nicht so um Ecken rum in die nächste Etage fliegen. Da musst du erst ein Stück laufen und dann fliegen oder so. Da hier oben sind drei verfluchte Schädel. Oder was du auch immer versuchst. Konnte die Dryade auf so einen Schädel draufkloppen? Wie sollen die Dryade über 22 Schaden machen, Alex? Die hat Wuchtschaden.
Die macht doppelten Schaden an den Dingern. Ich probier's mal aus. Alter. Alex ist fast tot. Du könntest rein theoretisch mit deinem Stab da auch draufhauen, als Nahkampfschaden. Ja, aber nicht, wenn ich maximal nur 7 machen kann, dann komme ich trotzdem nicht drüber. Ich weiß nicht, machst du denn nur maximal 7? Ja. Auch bei Dreifachschaden bin ich gerade mal bei 21. Komm nicht höher. Das ist scheiße. Also ich könnte versuchen, auf den Ständer schon mal zu hauen. Alex liegt schon wieder. Ich lieg da ein bisschen rum, vor mich hin. Ruhst dich wieder nur aus? Darf ich mich nicht mal ausruhen? Ach nee, geht ja nicht mehr, aber besporten. Okay. Steh doch wieder auf. Naja, soll ich nochmal probieren, auf den Schädel da einzukloppen, oder was? Wird nix. Da erstmal den Poltergeist hier. Meiner macht leider zu wenig Schaden. Wuch, wenn Wuch doppelt. Sehr schön. Was macht mein Geist denn da? Wie passiert? Was passiert hier gerade alles, ja? Keine Ahnung. Okay. Alter. Ich mach mal kurz einen Quick Save. Okay, wir sind wieder im Kampf. Hier oben. Und da geht's dann, wie gesagt, noch höher. Das wäre nett, wenn du mich da einmal schützen kannst. Ich glaube, das hätte ich nicht überlebt. Machen. Das ist ja voll scheiße. Ich bin tot. Wenn mich die Treppe runtergeschubst. Komischen Schädel. Wir müssen ein Mittel gegen diese scheiß Schädel finden. Kann dir leider nicht aufhelfen, Alex. Ich bin ja, oben. Ich komm runter, ich versuche ihn hochzuhalten. Oben ist Wahrnehmung fehlgeschlagen. Ich bin schon ganz oben, Leute. Man muss manchmal fliegen, wenn man an den vorbei will.
Ich würde sagen, ich bleib hier oben. Ist ein Rätsel hier oben. Komm da oben nicht dran vorbei. Gegenstände kombinieren. Staffelei mit noch irgendwas kombinieren. Willst du mir nochmal aufhelfen, Jusen? Nee, ich würde sagen, wir bleiben lieber hier unten. Das würde uns nur killen, wenn wir da hochlaufen. Ja, man kann auch leider hier nicht die Etagen wechseln. Von den Häusern. Hier das mit in die als Gaswolke verwandeln, vielleicht hilft das. Ja, aber auch nur ein paar Runden. Das ist ja auf jeder Etage ist diese Sicherheitsanlage. Muss man ja versuchen, das selbst zu lösen, da oben. Na, ich konnte gerade eine Leinwand reinstecken, aber das ist nicht die richtige Kombination. Vielleicht muss man hier die Bilder durchprobieren. Hier stehen ganz viele Bilder oben rum. Ja, wie gesagt, wir kommen jetzt nicht hoch, leider. Also, soll ich euch doch das bloß zu erklären oder soll ich stillschweigend alleine versuchen? Nein, hast schon recht. Aber wir können uns nicht vorstellen, wie die Bilder aussehen und wie das Rätsel ist. Verwandle dich und alle Gruppenmitglieder in der Nähe in eine winzige Nebelwolke. Kommt mal zu mir, wenn dann. Mhm. Ich hab ein Spell. Ich bin neben dir. Pfeiler, wo bist du? Na, der ist doch schon ganz oben. Achso, okay, na gut. Bin durch meinen arkanen Schutz bis nach oben gekommen. Bei mir wechselt die Etage nicht mehr. Nee, bei mir auch nicht. Man muss halt Stück für Stück immer hoch. Ja. Das ist wunderschön. Der so, ja. Cool. Trotzdem Schaden gekriegt. Ich glaube aber, dass wir ein großes Problem haben werden. Oh. Weil wir, glaube ich, hätten Bilder aus dem Haus mitnehmen müssen. Weil hier sind eins, zwei Staffeleien noch. Zwei. Und hier steht auf einer Staffelei im Bild, das sieht aus wie von der Hausherrin, wo aber nur sie drauf gemalt ist und kein Hintergrund. Nur die Person. Und ich glaube, hier im Haus hingen davon noch mehrere. Ja, sonst muss man die anderen Bilder, die an der Wand stehen oder so, stehlen und die dann da drauf legen, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ach so, warte, wir können doch vielleicht das hier machen. Der rundenbasierte Modus, damit sie nicht hintereinander wegschießen, ja. So könnt ihr pro Runde an denen vorbei, oder vielleicht, oder? Ja. Ich bleib mal hier oben stehen, Leute, und warte mal kurz auf euch, dann gehe ich mal kurz auf Toilette, ja. Gut. Und dann probiere ich mich hier weiter mit den Bildern aus. Aber mehr als die, die hier rumstehen und alle reinstecken und ausprobieren, kann ich halt auch nicht machen. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, wir hätten im Haus irgendwie die Bilder zusammensammeln müssen. Na, mal schauen. Ah, ne, Pfeiler sitzt dran. Ich geh oben kurz pinkeln, bis gleich. Jo. Sag mal, wir können ja das Rätsel jetzt hier noch fertig machen, aber wollen wir dann nur langsam Feierabend machen? So. Ja, die Nacht ist jung, Mensch, ich würde sagen. Ja. Yeah. Können wir gerne machen. Ist jetzt 23 Uhr.
Den rundenbasierten Modus ausmachen. Und dann? Dann können wir uns wieder bewegen. Ich weiß aber nicht, wo wir gerade alle stehen. Also meinetwegen kannst du das machen. Ich bin ja jetzt an dem Ding schon so ein Stück vorbei. Vielleicht kannst du den aus- und anmachen. Dass wir wieder Bewegungsrate haben. Ja. Hat cool an. Aber nicht sofort wieder machen. Ja, aber jetzt habe ich wieder volle Bewegungsrate. Na gut, ich bleib hier unten. Warum kann ich mich denn da nicht hochbeamen und fliegen? Hier irgendwie gerade ein Bug mit dem Fliegen. Ja, das ganze Haus ist irgendwie verbuggt. Kann hier nicht umherfliegen. Vielleicht weil hier die Sachen laden. Eigentlich nicht. Ja, das Problem ist jetzt, also ich werde jetzt sterben, weil ich an den drei Dingern nicht vorbeikomme mit meiner Bewegungsrate. Durch das, also hätte ich fliegen können, wäre ich ganz nach oben gekommen, aber so nicht. Na, ich löse es. Ah, ist die Frage, kannst du fliegen drücken und ich löse es auf und du fliegst ganz schnell? Sonst mag vielleicht einer mal unten mit den Leuten reden. Ich gehe aus dem Modus raus. Ja. David Hewson. No, okay. Okay, ich bin down. Huh. Wenn, wenn du jetzt noch mal machst, dann mal an. Will nicht jemand, der unten ist, noch mit den Leuten reden, die ich da waren? Vielleicht geben sind die uns ja einen Hinweis, wie wir da vorbeikommen. Hey, Houston und David sind auch noch unten. Ich würde erstmal zu dir nach oben kommen, ganz gerne. Ja, musst du jetzt fliegen drücken und hier hoch. Ja, mein Fliegen ist aber hier irgendwie verbuggt. Ich komm da nicht hin. Der macht Fliegen nicht bei mir. Seems simple enough. Von hier rum. Lauf, 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 lauf. Nach rechts, nach rechts. Oh. Oh, nein, du musst erstmal die Treppe bis ganz nach oben erstmal laufen, dann siehst du die nächste Etage, David. Ja, aber dann greif ich das Ding. Ah, jetzt bin ich komplett tot. Normal machen? Oder wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Oh, ne, alles gut. Passt schon. David hätte ja nur den rundenbasierten Modus anmachen müssen. Da kannst du doch auch machen, Junge. Was soll ich das machen? Ich muss sie erstmal Jusen wiederbeleben. Aber ich denke mir, hier das Haus, das da, wo Jusen vorhin war, einer mit den Leuten da unten reden. Okay, dann nicht. Ja, ich flieg ja schon runter. Good day to you, sir. I apologize, but Lady Janeth is not currently welcoming visitors. If you are here with regards to her recent marriage,
Okay, ein Rätsel habe ich wohl gelöst und habe damit einen Kampf ausgelöst. Naja, mal gucken. As you can hear, Lady Janeth is indisposed. I assure you, absolutely nothing untoward. Lady Janeth wishes for some time alone with her new spouse. And were you to try and enter, there'd be nothing I could do to stop you. Ah, okay. After all, I'm wieder tot. I'm on holiday. Do as you wish. Oh, ich bin richtig tot, tot. Ihr müsst mich wiederbeleben. Also hier bei dem Totenhändler wahrscheinlich. Was macht der Peiler denn? Ich kämpfe. Aber habt ihr gehört? Ja, ich bin tot, tot. Ja. Heiler duelliert sich da gerade mit dem Geist. Jo, die hat klar gemacht. Robert hat das Rätsel trotzdem. Den von beiden will ich ja. This is the price of balance. Well, can't. Okay, nächster Kampf. Die hat null Leben. Ne, jetzt nicht mehr. Okay. Jetzt so. Oh, das Problem ist, unsere Elixiere sind natürlich jetzt auch weg. Ja, das stimmt, Alter. Oh, gut. Er kann uns auch nächstes Mal den Schädel darüber zerbrechen. Ja, finde ich das eine gute Idee. Außer wenn Pilot Storm jetzt irgendwie hinkriegt. Ich mach nochmal Quicksave. Alex, du bist ganz schön überladen. Na, ach nee, weil mein Elixier weg ist, habe ich ja gerade gesagt. Ich glaube, umso mehr ich von den falschen Bildern drauf packe, umso mehr Geister erscheinen. Also es bringt nicht wirklich was, was ich hier gerade tue. Was machen wir? Da kommst du dann so ins Lager, machen wir Schluss oder was? Oder treffen wir uns außen irgendwo, dass wir uns erstmal gesammelt haben? Ja, ins Lager kommen. Also wenn wir halt wieder hier zusammenkommen und er rausgeht, ist er halt da oben und wir halt irgendwo anders. Ja, aber er kann ja entweder oben auf die Terrasse gehen und vielleicht runterfliegen. Achso, ne, ich sehe der Gegner beide nicht, weil er. Irgendwas macht dir Schaden, ne? Oder du. Ah, du musst erstmal aus dem Fight rauskommen. Oder halt sterben und wir beleben dich wieder. Mhm. Aber wenn du aus dem Fight rauskommst, könntest du dich auch raus teleportieren. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, wie du gegen den Teppich fightest. Oh, Alter. Gut. Winter.
So. Wir spielen jetzt noch eine Runde Leafy Company? Nein. Nö. So oder nicht? Na, wegen ja, Alex ist müde, der darf gehen, aber du, Jusen? Ich bin auch müde, darf ich auch gehen? Nee. Das hättest du früher sagen müssen, jetzt ist es zu spät, jetzt bist du schon für Leafy Company angemeldet. Nee, sehe ich gar nicht ein, nee. Jetzt bist du schon in der Ich sage Runde. Nein, nein! Hier gibt's keinen Nein, Jusen. Ja, doch. Das ist Gegenteiltag, nein, ist ja. Glaub ich nicht, nee. Doch, ich glaub das doch. Ich würde auch langsam Schicht im Schacht machen. Du machst ja gar keinen Schacht im Schicht. Aber sowas von. Nee, sowas von nicht. Aber kannst du sowas von ausgehen? Ich kauf dir jetzt noch ein Spiel und dann spiel ich das Spiel. Nein! Hör auf, mich mit dem Spiel zu überschütten. Du kriegst noch eine ganze Menge. Jo. Jo mit O. Machen wir uns über diese komische Anwesende nächste Mal eine Platte. Oder wir ignorieren es einfach. Warum können wir das ganze Haus nicht wegfackeln? Das wird das Rätsel auch lösen. Aber dass das mit dem Gas Google nicht Frage. Funktioniert, ist auch kurios. Aber was könnte man denn sonst noch machen? Ah, dass das mit den Treppen auch so kacke ist, weil ich könnte theoretisch ja auch mit meinem Eulenbären da raufspringen und so Wuchtschaden machen, die eventuell. Könntest von außen auf den oberen Balkon springen oder fliegen versuchen. Ja, dann kommst du oben rein, wo ich gerade rausgelaufen bin, bevor ich. Beziehungsweise hast du den Zauberspell nicht, dass du uns teleportieren kannst? Oh, muss ich gucken. Kann sein. Also ich kann auf jeden Fall ein Portal machen oder sowas. Was habe ich gehört?